beschäftigt. Aber dass man das zum Thema macht, der Eröffnung, das ist wirklich verdienstvoll, weil ich habe schon einen Baumangel entdeckt. Hier haben wir eine Treppe, die hat etwa 20 Zentimeter Differenz und der letzte Tritt ist nur 15 Zentimeter lang, also hoch. Also wenn hier ein Unfall passiert, wäre beim SIA schon ein Problem entstanden. Das nur also keine Bemerkung, ich habe das gleich gesehen, ich habe mich ins Thema hineingearbeitet und habe natürlich sofort die Baumängel gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz relevantes Thema, die Frage der Baumängel in der Bauindustrie. Das beschäftigt Juristen, das beschäftigt natürlich auch die Bauherren und die Bauindustrie selber. Wir beginnen gleich mit zwei Grußbotschaften, und zwar der Veranstalter von Herrn René Kamm und danach von Nationalrat Hans Killer von Bauernschweiz. Bitte, Herr Kamm. Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann, sehr geehrter Herr Nationalrat Killer, Präsident Bauernschweiz, sehr geehrter Herr Messmer, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes, sehr geehrter Herr Regierungsrat Wessels, Baudirektor Basel-Stadt, sehr geehrter Herr Dr. Ueli Fischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group. Ich möchte auch noch den Nationalrat Herr Filippo Leutenecker begrüßen, der uns heute durch das Programm führt und die Podiumsdiskussion moderieren wird und in nächster Zeit, glaube ich, häufiger in Basel anzutreffen sein könnte. Geschätzte Aussteller, meine Damen und Herren, seien Sie alle herzlich willkommen in unseren Messehallen hier in Basel. Sehr geehrter Herr Bundesrat, es ist für uns immer eine große Ehre, einen Vertreter der Bundesregierung anlässlich einer Messeeröffnung begrüßen zu dürfen. Ihre hochgeschätzte Präsenz an der Swissbau unterstreicht die Bedeutung, welche der Bundesrat der Schweizer Bauwirtschaft beimisst. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Meine Damen und Herren, bei jeder anderen Messeeröffnung würde ich mich jetzt bei allen Anwesenden, aber speziell bei den ausstellenden Firmen und den Besuchern für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, welche unsere Großbaustelle mit sich bringt. Nicht so bei Ihnen. Schließlich ist unsere Baustelle am Eingang kein Hindernis für die Swissbau-Besucher, sondern eine Attraktion. Was Sie am Messeeingang sehen, ist der Abschluss der ersten Bauetappe zur Modernisierung unseres Messegeländes hier in Basel. Wir haben von Juni bis Dezember 2011 2.500 Tonnen Stahl und 7.500 Tonnen Beton in ein Volumen von 160.000 Kubikmeter verbaut. Von Januar bis März ist die Bautätigkeit nun eingestellt, damit die großen Messen Swissbau und Baselworld letztmals in der alten Gebäudekonfiguration durchgeführt werden können. Ab April folgt dann die heiße zweite Bauphase. Mit dem Abriss zweier bestehender Gebäude und dem Neubau bzw. der Fertigstellung des dreistöckigen Komplexes, der sich über den Messeplatz erstrecken wird, schließen wir letztlich im April 2013 dann die Bautätigkeit ab bzw. eröffnen das neue Gebäude mit der Uhr- und Schmuckmesse Baselworld. Die außerordentlichen Investitionen von 430 Millionen Schweizer Franken im Zusammenhang mit diesem Neubau können nur gestemmt werden, weil mehrere Faktoren optimal zusammenspielen. Einerseits honorieren die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land die großen jährlich wiederkehrenden volkswirtschaftlichen Effekte im Zusammenhang mit der Messetätigkeit hier am Standort Basel und haben zusammen einen einmaligen Unterstützungsbeitrag von 90 Millionen Franken gesprochen. Dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Basel-Stadt ein bisschen mehr, 70 Millionen, Basel-Land ein bisschen weniger, aber zusammen 90 Millionen. Andererseits hat sich unser Unternehmen in den letzten 10 Jahren stark weiterentwickelt und eine mittlerweile beachtliche Größe und Finanzkraft erreicht. So ist der Anteil der MCH Group am schweizerischen Gesamtumsatz des Messemarktes mittlerweile gut 2/3. An unseren Standorten Basel, Lausanne und Zürich finden jährlich zwischen 80 und 90 Messen statt, davon gut die Hälfte in Eigenregie der MCH. Weltweit
sind wir 2010 in die Top 10, also in die, zu den 10 größten Messe- oder Live-Marketing-Gesellschaften aufgestiegen, mit einem Umsatz von knapp 370 Millionen Schweizer Franken. Die Tatsache, dass wir ein außergewöhnliches architektonisches Statement machen wollen und darum mit Herzog und Dömeron zwar regional verwurzelte, aber eben auch weltweit anerkannte Architekten gewählt haben, hängt vor allem damit zusammen, dass wir einerseits die weltweit führende Uhren- und Schmuckmesse Baselworld jedes Jahr hier durchführen, aber auch die Art Basel, welche die wichtigste Messe für moderne und zeitgenössische Kunst ist. Beide Veranstaltungen sind die globalen Branchenhighlights und die gewählte Signature-Architektur stößt in diesen Kreisen auf große Begeisterung. Ich bin aber überzeugt, dass anlässlich der nächsten Swissbau in 2 Jahren diese Architektur auch die Schweizer Baufachleute begeistern wird. Vorerst findet allerdings die Swissbau 2012 noch im Baustellenumfeld statt und präsentiert sich vielleicht gerade deshalb in Hochform, wie dies die ganze Baubranche derzeit tut. Die Leitmesse der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft präsentiert in diesem Jahr knapp 1300 Aussteller aus 20 Ländern und konnte die Zahl damit gegenüber der Ausgabe 2010 um 8% steigern. Wir erwarten in diesem Jahr über 100.000 Fachbesucher und private Immobilienbesitzer. Ein spezielles Highlight der diesjährigen Ausgabe ist Swissbau Focus, die Kompetenzplattform für nachhaltiges Bauen und Erneuern. Während der ganzen Messe vermitteln Themenanlässe, Workshops, E-Tours und die Swissbau Focus Arena die neuesten Meinungen und Einsichten zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Meine Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich allen danken an dieser Stelle, die zum Gelingen der Swissbau ihren Beitrag geleistet haben und immer noch leisten, insbesondere den Mitgliedern des Ausstellerbeirates, den ausstellenden Firmen, den Partnerverbänden, den Sponsoren, aber auch dem Swissbau-Team, das unter der Leitung von Rudi Pfander einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Ich wünsche Ihnen allen einen hochinteressanten Aufenthalt hier in Basel an der Swissbau und übergebe jetzt das Wort an Herrn Hans Killer, Nationalrat. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann, sehr geehrte Behördenvertreter aus Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, sehr geehrte Herren Referenten, sehr geehrter Herr Leutenecker, sehr geehrter Herr Kamm, sehr geehrte Pressevertreter, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie im Namen von Bauen Schweiz zur Eröffnung der Swissbau 2012 begrüßen zu dürfen. Mesdames et Messieurs, chers invités de la Suisse romande, je vous souhaite une très cordiale bienvenue ici à la cérémonie d'ouverture de la Swissbau 2012. Nous apprécions beaucoup votre intérêt et vous remercions d'avoir fait le voyage à Bâle. Mir ist es eine Ehre, den Start der Swissbau, welche von heute bis Samstag, 21. Januar, hier in Basel ihre Tore geöffnet hat, mit Ihnen feiern zu dürfen. Die Swissbau stellt auch heuer wieder den wohl wichtigsten Branchentreffpunkt für Profis der Bau- und Immobilienwirtschaft dar. Ich finde, die Swissbau bietet den Ausstellern eine äußerst günstige Gelegenheit, um sich und ihre neuen Produkte präsentieren zu können. Eine solche Messe ermöglicht aber auch den gegenseitigen Austausch unter den Fachleuten und zuletzt, denke ich, sei es auch erlaubt, dass sich unsere Branche am heutigen Eröffnungstag ein wenig feiern lässt. Einerseits feiern nämlich 3 unserer Verbände in diesem Jahr ihre Jubiläen.
So feiert der Verband Schweizerische Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM heuer sein 125-jähriges Bestehen. Außerdem feiert die USIG, die Schweizerische Vereinigung beratender Ingenieurunternehmungen, im Jahr 2012 ihre 100-Jahr-Feier. Und ebenfalls in diesem Jahr feiert der SIA, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, sein 175-jähriges Bestehen. Wir gratulieren den drei Verbänden zu ihren großen Jubiläen ganz herzlich und wünschen ihnen ein tolles Jubiläumsjahr und weiterhin viel Erfolg. Andererseits darf sich die Bauwirtschaft ganz generell etwas feiern. Mit insgesamt über 500.000 Arbeitnehmenden und einem Umsatz von über 50 Milliarden Franken jährlich, was immerhin rund 10% des Bruttoinlandes erfasst, stellt unsere Branche einen wichtigen Pfeiler der schweizerischen Gesamtwirtschaft dar. Sie hat sich in letzter Zeit zudem immer wieder als eigene Konjunkturstütze entpuppt, gerade in sonst für andere Wirtschaftszweige äußerst schwierigen und turbulenten Zeiten. Die Bauwirtschaft ist aber nicht nur ein wichtiges Standbein unserer Volkswirtschaft, sondern sie zeichnet sich auch verantwortlich für die Erstellung und den Unterhalt weitreichender schweizerischer Infrastruktur, welche ja ein herausragender Standortvorteil unseres Landes darstellt. Erlauben Sie mir nun noch einen etwas detaillierten Blick auf die gegenwärtige wirtschaftliche Situation unserer Branche. In den meisten Wirtschaftssektoren zeigte sich gegen Ende 2011 allgemein eine abflachende Geschäftslage. Laut dem Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF deutete gegen Ende Jahr alles darauf hin, dass die Schweizer Wirtschaft weiter an Schwung verlieren wird. Nach deutlichen Einbrüchen ab Mitte 2011 hielt der Abwärtstrend des Konjunkturbarometers auch im November 2011 an. Das Barometer signalisierte, dass auch für die folgenden Monate mit einem äußerst geringen Wachstum zu rechnen ist. Das Abwärtsgleiten der Wirtschaft dürfte somit vorerst weitergehen, wobei hier die Bauwirtschaft einmal mehr die Ausnahme der Regel zu sein scheint. Es herrscht nach wie vor eine recht positive Stimmung in unserer Branche, sowohl bei der Nachfrage wie auch beim Auftragsbestand. Dabei stellen der Projektierungssektor und der Tiefbau sowie der Wohnungsbau die wichtigsten Pfeiler der Baukonjunktur dar. Der Wirtschaftsbau darf wohl als Sorgenkind der Bauwirtschaft bezeichnet werden. Auch im Bauhauptgewerbe konnte im dritten Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,7% verzeichnet werden. In diesem Segment zeigt sich neben dem Wohnungsbau der Tiefbau als Wachstumstreiber. Im Ausbaugewerbe wird die Geschäftslage gegen Ende 2011 als mehrheitlich positiv eingestuft, wobei sich in gewissen Sparten offenbar stärker als erwartet der hohe Frankenkurs negativ auswirkt. An der Schwelle zum Jahreswechsel zeigte sich die Baubranche insgesamt mit einem verhalten optimistischen Ausblick. Zurückhaltend ist offenbar der Projektierungssektor. Im Bauhauptgewerbe geben die stabilen Zahlen der Bauvorhaben Anlass zu Optimismus. Insbesondere die Zahlen der baubewilligten Wohneinheiten von knapp 44.000 und der im Bau befindlichen Wohnungen von rund 71.000 über die ersten drei Quartale 2011 hinweg stimmen weite Teile der Bauwirtschaft zuversichtlich. Gerade in Bezug auf den Wohnungsbau werden aber in jüngerer Zeit gelegentlich auch Stimmen laut, welche vor einer Überhitzung warnen und Anzeichen einer sich bildenden Immobilienblase feststellen. Die lang andauernde Phase steigender Immobilienpreise und die anhaltend hohe Bautätigkeit werden teils als problematisch angesehen. Wir sind eher der Meinung, dass sich
gegenwärtig gesamtschweizerisch keine unmittelbare Gefahr des Platzens einer Immobilienblase abzeichnet. Im Vergleich zur Entwicklung anlässlich der letzten Immobilienkrise der Schweiz Ende der 80er, Anfangs 90er Jahre liegt einerseits die heutige Bauquote, das heißt die Bauausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt BIP, klar tiefer als damals. Auch ist die Leerwohnungsziffer mit 0,94 Stand Ende Juni 2011 zwar leicht höher als im Vorjahr, befindet sich aber immer noch auf vergleichsweise tiefem Niveau. Und zu guter Letzt liegt die Bauteuerung der letzten Jahre nur unwesentlich über der allgemeinen Teuerung. Nichtsdestotrotz gibt es aber in der Schweiz Gebiete, welche in den letzten Jahren überdurchschnittlich hohe Preissteigerungen bei den Immobilien zu verzeichnen haben, beispielsweise im Gebiet des Genfersees oder in den Regionen Zürich und Zug. Hier gilt es, wachsam und umsichtig zu bleiben, denn da können gelegentliche Preiskorrekturen wohl nicht ausgeschlossen werden. Und es gilt auch, die Konjunktur im Auge zu behalten, denn wir sind von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der ganzen Wirtschaft abhängig. Der Bauwirtschaft geht es in der Regel dann am besten, wenn es der Wirtschaft gut geht. Wenn die Konjunktur in der Schweiz zum Erliegen kommt, hat das mit großer Wahrscheinlichkeit auch negative Auswirkungen auf den Bau- und Immobilienmarkt. Erlauben Sie mir noch einen kurzen Blick in die etwas fernere Zukunft. Innerhalb unserer Branche nimmt zusehends das Thema der Energieeffizienz einen großen Stellenwert ein. Energieeffiziente Bauten und Bau- und Sanierungsweisen unter Kostenoptimierungen dürften spätestens seit Fukushima die großen Herausforderungen unserer Branche für die Zukunft darstellen. Und hier in dieser Ausstellung bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, Produkte für diese Zukunft zu beurteilen. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir uns als Branche diesem Thema annehmen und angesichts der mittelfristig drohenden Energieknappheit und der steigenden Energiepreise schon heute nach zukunftsträchtigen Lösungen suchen, welche auch finanzierbar sind. Und ich weiß, dass sich viele unserer Unternehmen auch heute schon intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Denn gerade im Bereich von Gebäuden, deren Lebensdauer im Durchschnitt bei 70 Jahren liegt, lohnt sich eine langfristige Optik, welche auch die künftige Energieversorgung berücksichtigt. Rein utopische Lösungen, welche nahezu unbezahlbar sind, werden uns aber kaum weiterbringen, sondern es gilt, energiesparende Bauweisen voranzutreiben, welche auch die Finanzierbarkeit im Auge behalten. Und zu guter Letzt müssen einfache und stabile Lösungen gefunden werden, um sicherzustellen, dass auch die künftige Energieversorgung funktioniert. Es gilt zu vermeiden, dass mangelhaftes Funktionieren neuer technischer Errungenschaften den Bewohnern und Benutzern von Gebäuden das Leben schwer macht. Damit bin ich aber beim Thema meiner Nachredner angelangt, welche sich dem Problem der Baumängel noch im Detail widmen werden. Und zum Schluss, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Lösungen, welche den Aspekt der Energieeffizienz, also Energieeinsparungen unter dem Blickwinkel der Kostenoptimierung im Fokus haben, auch im Rahmen der heute eröffnenden Swissbau präsentiert bekommen werden und uns ein gutes Bild darüber machen können. Ich freue mich auf die Swissbau und die Aussteller und bin überzeugt, dass wir unzählige innovative und zukunftsträchtige Lösungen sehen werden. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Referat dran von Herrn Bundesrat Schneider-Ammann. Er ist unser Volkswirtschaftsminister und er wird uns natürlich dann auch sagen, wie es weitergeht in der Bauindustrie.
wie sich die Zinsen entwickeln. Haben wir eine Blase oder eine Blasenentzündung bei der Bauindustrie? Wird es so weitergehen in der nächsten Zukunft? Das ist das, was wir natürlich auch erwarten von unserem Volkswirtschaftsminister. Ich hoffe natürlich, dass er uns offene Antworten gibt. Bitte, Herr Bundesrat Schneider-Ammann, Sie sind dran. Lieber Filippo Leutenecker, die Fragen, die er eben jetzt angezogen hat, die habe ich bei den Medien schon beantwortet. Und er hat mir angedroht, dass er mir dann im Nachgang zu meinem Referat noch Fragen stellen wird. Also ich warte darauf. Meine sehr verehrten Herren Präsidenten, Herr Regierungsrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen vorneweg eine sehr erfolgreiche Swissbau. Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen diese Eröffnung begehen zu dürfen. I feel at home. Und das sage ich als jemand, der 26 Jahre in Regelmäßigkeit auch hier auf dieser Messe vorbeigekommen ist. Und ich sage dann vielleicht, der einst nach 26 Bundesratsjahren auch, I feel at home. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die volkswirtschaftliche Rolle der Bauwirtschaft ist nicht hoch genug einzuschätzen. Nicht nur, vor allem aber auch, wo sie wesentlich zur Stützung der Binnen- und damit der Gesamtvolkswirtschaft beiträgt. Die kurz- und mittelfristigen Perspektiven sind besser als die anderer Wirtschaftszweige. Die Exportindustrie, Sie wissen das natürlich, der Tourismus inklusive, und die Finanzwelt leiden. Und die Aussichten in diesen Bereichen sind höchst unsicher. Aber wieder zu Ihnen zurück. Nach den Prognosen des SECO dürfte sich die Zuwachsrate bei den Bauinvestitionen von 3% im letzten Jahr auf 1% im Jahr 2013 reduzieren. Meine Leute sind vorsichtig. Aber es ist immer noch eine positive Zahl. Es ist immer noch Wachstum. Nehmen Sie vor allem das mit. Im Zusammenhang mit der Regenbautätigkeit stellen sich natürlich vor allem zwei Fragen, nämlich, wem nützt eigentlich dieses Bauen? Und zweitens, wieso wird denn überhaupt so viel gebaut? Die erste Frage ist an sich ziemlich schnell beantwortet. Sie nützt den direkt und indirekt Betroffenen. Die Branche bietet gut einer halben Million Männern und Frauen Arbeit, spannende Arbeit, fordernde Arbeit, auch harte Arbeit. Und sicherlich und vor allem, hoffe ich natürlich, faszinierende Arbeit. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, vertreten im Bauhauptgewerbe und im Baunebengewerbe zusammengezählt rund 36.500 Unternehmungen, Bauunternehmungen. 98% davon sind KMU. Die Bauwirtschaft ist also das eigentliche Rückgrat unserer gewerblichen Wirtschaft. Knapp 7% aller Schweizer Erwerbstätigen sind im Bausektor beschäftigt, welcher ein Zehntel des Bruttoinlandproduktes ausmacht. Noch einmal, dieser Zehntel ist volkswirtschaftliches Rückgrat. Die effektive volkswirtschaftliche Bedeutung ist aber deutlich größer. Denn nicht erfasst in diesen Zahlen ist die indirekte Bedeutung für die Volkswirtschaft. Die Bauwirtschaft ist wichtige Abnehmerin von Vorleistungen. Architektur- und Ingenieurleistungen sind gemeint, Leistungen von Zulieferern, von Baustoffhändlern, auch von Baumaschinenhändlern und Baufahrzeugen. Das darf ich fast nicht sagen, sonst heißt es wieder, er hat Werbung in eigener Sache gemacht. Hat er nicht. Auf der anderen Seite erbringt die Bauindustrie ihrerseits wichtige Vorleistungen in Richtung Immobilienbranche. Kurz, ihre Tätigkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht irgendein Rad in einem Räderwerk. Nein, ihre Tätigkeit hat volkswirtschaftliche Schwungradcharakteristik. Es gibt keine schwungvolle Binnenwirtschaft ohne intakte Außenwirtschaft. Auch dessen müssen wir uns natürlich hier bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass jeder zweite Franken nach wie vor in der Internationalität verdient wird.
Und es kann und darf der Bauwirtschaft nicht egal sein, wie es der Exportwirtschaft geht. Und da schaue ich als Volkswirtschaftsminister schon mit einem etwas sorgenvolleren Blick in die Zukunft. Wie gesagt, nicht wegen Ihnen, nein, wegen der Rahmenbedingungen der Exportwirtschaft. Aber ich lasse dabei bewenden. Sie kennen die Situation mindestens so gut wie ich. Und komme zurück zur Binnenbauwirtschaft, und das heißt zu Ihnen und damit zu meiner zweiten Frage, wieso wird denn eigentlich so viel gebaut? Diese Frage kommt sehr simpel daher. Eine einfache Antwort darauf gibt es trotzdem nicht. Da ist einmal das Bevölkerungswachstum zu nennen. Die Schweiz wächst und wächst. Ein Großteil dieses Wachstums ist auf die Zuwanderung zurückzuführen. Für mich ist klar, dass wir die Fragen um die Personenfreizügigkeit vertieft diskutieren müssen. Es bietet diese Personenfreizügigkeit nebst vielen Chancen auch ein paar ganz ernsthafte Herausforderungen, die müssen politisch diskutiert sein. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie viel Zuwanderung eigentlich die Schweiz braucht. Um die täglichen Herausforderungen zu meistern, um unsere Errungenschaften, unseren Wohlstand und die Sicherheit, auch die soziale Sicherheit, also auch die Vorsorgeeinrichtungen weitertragen zu können. Dass in unserem Land so viel gebaut wird, hat aber noch einen anderen wesentlichen Grund. Die Gesellschaft ist heute eine andere als vor 50 Jahren. Vor allem, es geht uns finanziell sehr viel besser als damals. Mit zunehmendem Wohlstand ist auch das Bedürfnis nach mehr Wohnraum gestiegen. 1980 belegte ein Mensch im Durchschnitt knapp 34 Quadratmeter. Heute dürften es rund 50 Quadratmeter sein. Das bedeutet, dass sich der gesamte Wohnflächenbedarf in unserem Land in 30 Jahren rund veranderthalbfacht hat. Aber nicht nur die Wohnfläche ist gestiegen, zugenommen hat auch der Platzbedarf für die Industrie, mehr noch für die Dienstleistung, und zugenommen hat vor allem die gesamte Verkehrsfläche. Vergleichen Sie nur das Straßennetz der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts mit heute. Das alles erklärt, wieso heute pro Sekunde ein Quadratmeter Land verbaut wird. Dass sich heute viele Menschen sagen, das kann so nicht weitergehen, ist verständlich. Es ist Ausdruck eines Bewusstseins, dass der Boden in diesem Land begrenzt ist. Und dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren sichtbarer geworden. Das hat auch der Bundesrat erkannt, und vor einem Jahr hat er neue Richtlinien der Raumplanung vorgestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat sucht die richtige Mischung zwischen Bauen, Bauland einerseits, Infrastrukturflächen, aber auch Landwirtschaftsland. Ich habe die Seite nicht gewechselt. Auch wenn ich mich heute als Landwirtschaftsminister dafür einsetze, dass das Kulturland nicht beliebig zerstückelt wird, zersiedelt wird und nicht beliebig bebaut wird. Wir müssen miteinander einen Weg finden, wie wir Ihren Interessen entgegenkommen, aber gleichzeitig auch unsere Landwirtschaft hochhalten können, denn ganz am Ende des Tages geht es darum, dass sich dieses Land, und das ist jetzt eine ganz persönliche politische Aussage, eine maximal mögliche Souveränität für alle Zeiten, für alle Zyklen sicherstellen kann. Ist die Schweiz also gebaut? Eine frühere Zürcher Stadträtin scheiterte kurz nach ihrem Amtsantritt anfangs der 80er Jahre mit dieser Frage beinahe. Die Stadt ist gebaut, ließ sie sich vernehmen und machte sich damit zum Feindbild der Bauindustrie und weit darüber hinaus. Und ich hoffe natürlich, dass mir das heute nicht passiert, wenn ich Sie zitiere und erst noch Zürich bemühe. Hier in Basel.
Die Aussage damals hat, um es präzis zu sagen, gelautet, die Stadt ist gebaut, sie muss nicht neu, sondern umgebaut werden. Umgebaut zu einem lebenswerten Zürich mit hohen urbanen Qualitäten. Und das tönt dann schon etwas anders, auch etwas differenzierter und vielleicht sogar visionär. Umnutzen und Verdichten sind Stichworte, die das Bauen in Zukunft noch mehr prägen werden, prägen müssen. Denn wollen wir auch künftigen Generationen eine hohe Lebensqualität ermöglichen, muss verdichtetes Bauen in bestehendem Siedlungsgebiet ein zentrales Thema werden. Nicht mehr in die Breite bauen, sondern in die Höhe oder allenfalls in die Tiefe, heißt die Devise mehr und mehr. Das heißt aber, dass bestehende Vorschriften angepasst werden müssen. Und das setzt einen intensiven politischen Prozess voraus. Es ist aber auch zu fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, dort zu leben, wo man arbeitet. Deshalb erachte ich es als notwendig, dass die Raum-, Verkehrs- und Infrastrukturplanung noch verstärkt aufeinander abgestimmt werden. Das daraus resultierende wirtschaftliche und ökologische Potenzial ist enorm. Und dieses Potenzial gilt es zu nutzen. Der Schlüssel hierfür, meine Damen und Herren, sind Innovationen, sind Investitionen, sind neue Prozesse. Sie, meine sehr verehrten Swissbauerinnen, Swissbauer, Sie sind gefragt. Leuchtturmprojekte gibt es schon heute. Viele von Ihnen ist sicher der Dreispitz hier in Basel bekannt. 500.000 Quadratmeter über zwei Kantone, das ist auch schon eine Leistung. Und in vorbildlicher Weise zu einem Stadtquartier entwickelt. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, ökologische Baustoffe, guter Design und intelligente Verkehrslösungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Im wahrsten Sinne des Wortes wird das geplante Hochhaus von Roche ein Leuchtturmprojekt. Nicht nur, weil in der Nacht die Lichter von weiter Ferne zu sehen sind, sondern auch, weil wir durch das Projekt erfahren, was hinter digitalem Bauen steht. Dass damit intelligente Lösungen gefördert und die Qualität gesteigert wird, notabene zu gleichbleibenden Kosten, ist ein vielversprechender Ansatz. Der Bund fördert eine innovative Bauzukunft mit verschiedenen Maßnahmen. Zum Beispiel mit der KTI, der staatlichen Förderagentur des Bundes für Innovation. Sie unterstützt zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Vielversprechende Beispiele liegen auf dem Tisch, so die Hightech-Solarzellen von Flisom, einem ETH-Spin-off. Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis helfen Anreize, Projekte voranzutreiben. Wer heute seine Liegenschaft umfassend, energieeffizient saniert oder auf erneuerbare Energien setzt, darf mit finanzieller Unterstützung rechnen. Bund und Kantone setzen im Rahmen des Gebäudeprogramms pro Jahr rund 300 Millionen Franken ein, um die Energieeffizienz zu verbessern und erneuerbare Energien zu fördern. Die Wirkungsbilanz des ersten Jahres ist beeindruckend. Dank der umgesetzten Maßnahmen werden jetzt pro Jahr 73.000 Tonnen CO2 weniger ausgestoßen. Und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Rund 1,5 Millionen Gebäude in der Schweiz sind energetisch sanierungsbedürftig. Die Sanierungsrate beträgt aber nur 1% pro Jahr. Angesichts dieser Zahlen geht der Bauwirtschaft auch in Zukunft die Arbeit definitiv nicht aus. Nicht in der Quantität, allerdings liegt die Zukunft der Bauwirtschaft, sondern vor allem auch in der Qualität. Mit dem Entscheid des Bundesrates und des Parlaments, aus der Atomenergie auszusteigen, werden erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz einen noch ganz anderen und wesentlicheren Stellenwert bekommen. All den auf die Zukunft ausgerichteten Branchen will der Bund mit dem Masterplan Cleantech Flügel verleihen.
Dieser Schub, der durch unser Land gehen muss, ist auch eine riesige Chance, den Denk- und Werkplatz Schweiz zu stärken. Ich denke hier an neue Arbeitsplätze, ich denke hier an das Gewerbe, ich denke hier an die Mehraufträge für die Installation der neuen Technologien. Aber die besten Materialien und technischen Lösungen nützen nichts, wenn sie niemand planen, bauen und installieren kann. Branchenübergreifendes Wissen wird immer wichtiger. Wenn beispielsweise Sonnenkollektoren auf einem Dach installiert werden müssen, Dachdecker, Elektriker, Anlagebauer, Haustechniker und andere mehr am selben Strick ziehen, um optimalen Nutzen zu erreichen, müssen sowohl die Schnittstelle zwischen den Menschen als auch die Schnittstellen zwischen den Komponenten stimmen. Das erreicht nur, wer über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Gezielte Weiterbildung wird für alle Berufstätigen in der Baubranche mehr denn je zu einem Muss. Die Baubranche wird dadurch sowohl für gestandene Berufsleute als auch für Quereinsteiger aus verwandten Berufen und ganz besonders für junge Leute noch spannender. Selbstverständlich spielt der Bund auch eine aktive Rolle bei der Aus- und Weiterbildung. Er unterstützt Verbände und Fachschulen, wenn sie neue Angebote im Energiebereich ins Leben rufen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Bauen Schweiz auf den Punkt bringen. Erstens, kurzfristig zähle ich auf die Bauwirtschaft als Konjunkturstütze. Zweitens, mittel- und längerfristig bleibt der Bau in Form unserer Infrastruktur ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Drittens, ein gutes Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie ist zentral für die Zukunft. Und viertens, vergessen Sie eines nicht, geschenkt wurde uns nie etwas, geschenkt wird uns nie etwas. Lösungen sind auch nicht einfach im World Wide Web zu finden. Die Devise heißt also nicht WWW, sondern die Devise muss heißen VVV, nämlich verlässlich, vernünftig und vorwärts. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, ich habe heute einen Helm erhalten. Die Gewerkschaft will mich daran erinnern, dass in der Baubranche derzeit ein vertragsloser Zustand herrscht. Sie wissen, dass ich immer ein vehementer Verfechter der Gesamtarbeitsverträge war. Ich war es als Unternehmer, ich war es vor allem als Swissmem-Verbandspräsident und ich bin es als Bundesrat auch. Denn ich bin überzeugt, man kann ein gut geregeltes Verhältnis in der Sozialpartnerschaft nicht genug hoch einschätzen. Und jede Branchenlösung, wenn ich das jetzt hier sagen darf, jede Branchenlösung muss einem unnötigen Gesetz vorangehen. Liebe Sozialpartner, für mich ist klar, der vertragslose Zustand ist kein Zustand. Es ist jetzt die Zeit. Es ist jetzt die Zeit zu reden und eine Vertragsverlängerung zu finden, damit in den kommenden Monaten eine sorgfältig ausgehandelte neue Vereinbarung getroffen werden kann. Das geklärte Sozialpartnerverhältnis ist auch Grundlage für unseren gemeinsamen Kampf gegen den Missbrauch im Rahmen der Personenfreizügigkeit. Sie wissen es, ich will Ordnung im Stall. Mit diesem Appell, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Messe und alles Gute im eben eingeläuteten Jahr. Es wird ein schwieriges Jahr werden für uns als Land, als Gesellschaft und als Volkswirtschaft insgesamt. Umso mehr zähle ich auf Sie. Bauen wir nicht den Turm zu Babel, bauen wir am Kunstwerk Schweiz weiter. Mir ist wichtig, dass wir jetzt in der möglicherweise schwierigeren Zeit oder wahrscheinlich aufkommenden schwierigeren Zeit drei Seilschaften nicht reißen lassen. Die eben angesprochene Seilschaft Arbeitgeber, Arbeitnehmer darf uns nicht reißen. Sie ist zentral,
Das naheliegende internationale Umfeld beneidet uns um diese sozialpartnerschaftlichen Verhältnisse. Tragen wir Sorge dazu. Die zweite Seilschaft, die nicht reißen darf, ist die Seilschaft zwischen Finanz, Industrie und Realwirtschaft. Jetzt sind wir aufeinander angewiesen. Ich appelliere, an beide Seiten aufeinander zuzugehen, damit die Kredite gesprochen werden, die Kredite zu Konditionen gesprochen werden können, die getragen und im Markt verkauft werden können. Dann überstehen die Firmen die aufkommenden schwierigeren Monate. Und die dritte Seilschaft, die ich nicht reißen lassen will, ist die Seilschaft zwischen Wirtschaft und Politik. Wir müssen aufeinander zugehen. Wir kennen uns. Und wir müssen uns unterstützen und das in redlichster Absicht und vollster Transparenz. Und mit diesem simplen Rezept kommen wir über die nächsten spannenden Monate. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen spannende Tage hier auf der Swissbau. Viel Erfolg, alles Gute, herzlichen Dank. Ja, ich habe, Herr Bundesrat Schneider-Ammann, ich habe trotzdem noch eins, zwei Fragen. Sie haben jetzt zwei, dreimal gesagt, es werden schwierige Zeiten werden im nächsten Jahr. Was ist am schwierigsten? Also die Probleme, die kommen nicht aus diesem Land in erster Linie, die kommen sehr prominent aus dem europäischen Umfeld. Wir kennen alle die Schuldensituation, wir kennen alle die Instabilitäten. Wenn Sarkozys Republik zurückgestuft wird, ist das alarmierend. Die Griechenland-Geschichte ist schon fast vergessen, dass Italien im Gespräch war, dass Spanien mit einer Arbeitslosigkeit von 40% kämpft, mit einer Jugendarbeitslosigkeit, die noch darüber liegt. Das sind die Herausforderungen. Das heißt, das holt uns ein. Wir sind für jeden zweiten Franken unserer Volkswirtschaft, unseres Wohlstandes von der Internationalität abhängig. Jeder zweite Franken bedeutet jeder zweite Arbeitsplatz letztlich. Wir gehen vom SECO, das ist die eigene Prognose, davon aus, dass wir jetzt ein, zwei Quartale mit schwachem negativem Wachstum wohl zu akzeptieren haben. Wir gehen aber nach wie vor, und die letzte Überprüfung haben wir letzte Woche gemacht, davon aus, dass es in diesem Land für das Jahr 12 und die Gesamtvolkswirtschaft ein Wachstum von 0,5% bleiben kann, immer vorausgesetzt, dass die Internationalität nicht zusammenbricht. Und ich will davon ausgehen, und das ist mir zentralst, dass wir die Arbeitslosigkeit nicht über die 3,7%, die wir jetzt für das Jahr 2012 ansagen mussten, hinausgehen lassen müssen. Was? Wenn das gelingt, die Arbeitslosigkeit auf höchstens einem Drittel des unmittelbaren internationalen Umfeldes zu behalten, dann haben wir den Job nicht so schlecht gemacht. Gut, es kommt noch für die Bauwirtschaft, ist relevant die Nachfrage, die wird über die Zuwanderung natürlich auch reguliert, Zuwanderung und Zinsen. Wie sind da die Prognosen? Also Zuwanderung, wir wissen es, die letzten zwei, drei Jahre 75.000 Menschen mehr. Eine große Chance, natürlich verbunden auch mit etwas Angst und politischer Spannung. Ich habe das vorhin so zumindest zwischen den Zeilen sagen wollen. Für mich gibt es das bilaterale Verhältnis mit dem europäischen Umfeld. Rückgrat dieses bilateralen Verhältnisses ist die Personenfreizügigkeit. Die Personenfreizügigkeit muss mit den flankierenden Maßnahmen begleitet sein und unter Kontrolle gehalten werden können. Dann habe ich keine Angst davor, aber es sind Korrekturmaßnahmen zwingend nötig und das wissen Sie in Ihrer Branche sehr wohl. Stichwort Zinsen. Ja, es ist unheimlich viel Liquidität vorhanden. Die Zinsen sind historisch tief. Das ist eine Einladung. Das gibt Blasenbildung. Das ist eine Einladung zum Bauen. Ich habe vorhin die Ausführungen von Nationalrat Hans Killer gehört. Ich habe die Kurven gesehen. Ich kenne die Situation sehr wohl und ich habe den Medien
heute Morgen gesagt, ich befürchte die Blase nicht, auch ich nicht. Aber es gibt ein gewisses Risiko und mit diesem Risiko müssen wir umgehen. Die Aufmerksamkeit ist hoch. Ich gehe davon aus, dass wir einer Blasenbildung mit vereinten Kräften rechtzeitig vorbeugen können. Ja, da müssen Sie etwas weniger bauen, so gesehen. Oder die Nachfrage muss gesteigert werden. Aber im Industriebau, das haben wir ja gesehen, Wirtschaftsbau sieht es ja nicht besonders rosig aus. Ja, diesen Balken habe ich mir vorhin auch speziell angeschaut. Und das ist nicht anderes als die Bestätigung dessen, dass wenn die Internationalität in Schwierigkeiten ist, dass wenn der Wechselkurs uns zusätzlich fordert, die hiesige Außenwirtschaft eben etwas zurückhaltender wird, wenn es um Investitionen geht. Man weiß nicht so sicher, ob man hier bleiben kann, hier bleiben will, hier investieren will. Und das wirkt sich dann aus in Fabrikanlagen, haben oder nicht haben. Und wir sind da, in diesem Segment sind wir momentan in einer etwas heiklen Situation. Und das wird sich dann wieder normalisieren, wenn einmal das Umfeld etwas aufgeräumt ist. Ja, um die Messe Basel müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir machen einfach mehr Veranstaltungen, oder hier? Ich finde das fantastisch. Diese Veranstaltungen sind gut. Es hat mich vorhin jemand gefragt, Zeitalter Internet, wieso überhaupt noch Messen? Das ist doch nur, sind doch nur Kosten. Nein, so ist es eben nicht. Die Begegnung von Frau zu Mann, von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, von Konkurrent zu Konkurrent, von Konkurrent zu Lieferant oder was man immer von Politik zu Wirtschaft, von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber, um das noch einmal sagen zu können. Diese Begegnungen sind entscheidend und die finden auf solchen Plattformen statt. Und wenn daraus Ideen kreiert werden, wenn daraus Wille kommt, wenn daraus Motivation kommt, dann haben diese Messen natürlich ihre Aufgabe perfekt erfüllt. Machen Sie noch einen Rundgang. Ich habe ein ziemlich eingeschränktes Zeitprogramm. Ich begleite Sie. Wenn der Filippo mich begleitet, dann darf ich doch nicht Nein sagen. Also ich wünsche Ihnen viel Glück und vor allem noch etwas interessante Begegnungen hier in der Messe Basel. Danke vielmals, Bundesrat Schneider-Ammann. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum inhaltlichen Referat. Und zwar hält das uns Sascha Menz. Er ist Professor für Architektur und Bauprozess. Und jetzt kommen wir auf das Thema, das Sie so interessiert auch. Baumängel, Bauen ohne Mängel. Wunsch oder Realität? Also wir reden jetzt vor allem vom Wunsch. Bitte, Herr Menz, Sie sind dran. Da bin ich. Besten Dank, hochgeschätzter Herr Bundesrat, geschätzte Mitglieder der Politik aus allen Kantonen und natürlich liebe Kolleginnen und Kollegen und Gäste hier an der Swissbau. Ich werde es dem Kameramann ein bisschen schwer machen. Ich laufe gerne ein bisschen hin und her. Sie haben ja da so ein Stativ, können Sie dran drehen. Und wie Sie bereits gehört haben, meine Damen und Herren, der Herr Bundesrat hat es gesagt, es geht offensichtlich auch um Komfort. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Komfort. 1956, 36 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Das war nicht in den 80er Jahren, in den 50er Jahren. Und heute sind wir bei beinahe 55 Quadratmeter, meine Damen und Herren. Das heißt also, wir haben irgendwo noch einen Wunsch, einen Willen, einen Drang nach Komfort. Und um diesen Komfort geht es auch heute in meinem Referat. Wenn wir die Bauausgaben anschauen, hier haben Sie sie, die kennen Sie, das ist nichts Neues. Und ich als Theoretiker könnte man meinen, von einer Hochschule, von einer technischen Hochschule, da werde ich Ihnen vielleicht nichts Neues erzählen. Aber ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, ich bin seit 25 Jahren praktizierender Architekt und ich kann Ihnen auch gestehen und eingestehen, ich habe schon viele Baumängel produziert. Darauf bin ich aber nicht besonders stolz. Sie sehen es, wir haben hier beim Bundesamt für Statistik nachgeschaut, wir liegen immer bei diesen 50 Milliarden, Sie sehen es, ein Haufen Geld. Und wenn wir es anschauen bei den Bauausgaben 2010, dann sehen wir, und das haben wir auch vorhin gehört, der Wohnungsbau, Herr Killer hat uns das sehr schön aufgezeigt, ist offensichtlich ein ganz wichtiger Zweig. Das heißt, von dem, was wir
bauen, was wir bearbeiten, sind gut 2/3, kann man sagen, Wohnbauten. Und das war der Grund, weshalb wir als Hochschule am Departement für Architektur in Zürich uns überlegt haben, dass wir eigentlich da eine Untersuchung machen könnten und mal schauen könnten, wie relevant ist es überhaupt, über Baumängel zu reden. Und wenn Sie die Zahlen da anschauen, dann sehen Sie, dass wir offensichtlich einen Haufen Geld verpuffen mit Baumängeln. Und da könnte man doch in Zukunft vielleicht etwas besser machen. Und ich kann Sie beruhigen, ich werde auch nicht auf Allgemeinplätze, wie sie vielleicht an Stammtischen diskutiert werden. Das habe ich schon immer gesagt, wir müssen langsamer bauen, wir müssen besser schauen, ja, geht alles viel zu schnell, der Preisdruck ist da. Meine Damen und Herren, wir werden in Zukunft nicht langsamer bauen, das kann ich Ihnen versichern. Jeder zweite Franken ist vom Ausland abhängig, die können es schon ziemlich schnell da, so rund um uns herum. Das heißt, wir müssen die Hosen richtig fest anziehen, die hohen Schuhe montieren und uns überlegen, wie wir in diesem Tempo mitmachen können. Deshalb möchte ich auch keine romantischen Versprechungen aus dem, sagen wir, Theorieturm der ETH heute abgeben. Und wir haben ja auch immer wieder den Rückhalt gehabt des Schweizer Baumeisterverbandes bei dieser Arbeit. Dafür bedanken wir, aber ich möchte betonen, wir sind unabhängig in unserer Betrachtung. Rein wissenschaftlich haben wir dieses Thema untersucht. Sie sehen also, nach unseren Aussagen, 8% geben wir von unseren Bauausgaben ungefähr aus für die Mängelbeseitigung. Da schüttelt vielleicht so mancher den Kopf. Einige Unternehmerinnen und Unternehmer sind hier und sagen, ja, stimmt eigentlich, ich habe relativ viel Umtriebe mit dieser Thematik. Und vielleicht kann man das ja ein bisschen besser machen. Das zur Relevanz. Aber bevor wir überhaupt über den Mangel reden, müssen wir auch mal klar definieren, was ist überhaupt ein Mangel? Hat jeder von Ihnen in der Schublade, bin ich überzeugt, weiß jeder eigentlich oder müsste es wissen, was es bedeutet? Schauen Sie es an. Mangel des Werkes im Sinne, lesen können Sie selber, aber es geht offensichtlich um eine Abweichung von einem Vertrag. Um eine Abweichung von einem Vertrag. Und wir reden hier von der Schweiz. Wir haben ja noch die EU um uns herum. Ich nehme an, einige Fensterlieferanten liefern nicht nur hier in der Schweiz, jeder zweite Franken. Also werden die auch eine Definition haben von Mangel und dann tut der Laie und der Profi gut daran, wenn er sich mal wieder überlegt, was ein Mangel ist. Das heißt, offensichtlich hat jemand etwas zugesichert. Eine Qualität hat er zugesichert. Und wir müssen unterscheiden zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mängeln. Ist alles festgelegt. Wir sehen es in der SIA 118, unserem Notebook für die Qualität. Und auch viele von Ihnen wissen dies. Einige unwesentliche Mängel machen uns auch hier das Leben schwer. Also wir reden heute nicht über Schönheitsfehler, meine Damen und Herren, sondern wir reden über die ganz, ganz relevanten Mängel, die eben 8% dieser Hochbauausgaben ausmachen. Und ich möchte nochmals betonen, heute wurde viel über Immobilien und über das Bauen geredet. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir sind Bauchnuschtis, meine Damen und Herren. Auch wenn ich heute mal einen Anzug anhabe, das kommt bei mir relativ selten vor. Meine Frau hat das heute bewundert, dass ich da mal anständig daherkomme. Meine Damen und Herren, wir reden über das Baugewerbe. Wir reden heute nicht über die Immobilienwirtschaft, die ich in der Regel ein bisschen mit der Bankenwirtschaft vergleiche. Da wird von wenig Menschen relativ viel Geld umgesetzt und in unserem Bereich wird eben von sehr vielen Menschen auch viel Geld umgesetzt. Aber da hängen viele, viele Teller davon ab, die gefüllt werden wollen. Der Wunsch, wir haben ein bisschen mit dem Computer gespielt. Der Wunsch wäre ja, ein, sagen wir, mängelfreies Bauwerk zu haben. Und darum haben wir mal den Turm von Pisa mal ein bisschen gerade geschoben, wie Sie hier sehen. Das haben wir uns erlaubt, computertechnisch. Ich bin aber nicht sicher, ob die Menschen in Pisa glücklich wären, wenn ihr Turm gerade wäre. Das ist natürlich ein Beispiel eines Baumangels, der sich ausgezahlt hat. Und zwar langfristig, nachhaltig. Das gibt es auch, meine Damen und Herren, aber über die reden wir heute nicht.
Die Situation ist ja so, die meisten von Ihnen waren sicherlich schon in Pisa. Heute darf man ja nicht mehr aufsteigen, früher durfte man, denn die Gesetze sind schärfer geworden. Offensichtlich dreht da auch jemand an einer Schraube. Warum machen wir diese Arbeit oder warum sind wir dran? Ich sage bewusst, sind wir dran. Wir sind mit unserer Studie noch nicht fertig. Der Herr Messmer schaut mich dann immer so böse an. Ja, wann sind wir denn endlich mal fertig? Wann können wir denn mal da das Handbuch rausgeben? Das geht noch eine Weile, meine Damen und Herren. Auch wenn man behauptet, dass die Zürcher schnell sind, sie sind nicht schneller als die Basler. Es wird überall mit Wasser gekocht, kann ich Ihnen am Ende auch versichern. Das Ziel ist, die Schweizer Bauwirtschaft zu stärken. Wenn wir diese 8% auf 7 runterkriegen, auf 6 runterkriegen, das sind beträchtliche Summen, die uns wieder stärken können, gerade auch in dieser Franken-Euro-Situation drinnen. Und, meine Damen und Herren, Sie wissen es auch bestens, man beneidet uns natürlich in der Schweiz um die Art, wie wir planen, wie wir bauen, wie wir ausführen, wie wir in Betrieb nehmen. Das sind Tugenden der Schweiz. Man ist stolz auf die Architekten, das haben Sie heute früh gehört von der Messedirektion. Man ist stolz, wer die neue Messe Basel baut. Das ist wie in der Renaissance, il signor architetto. Viele im Ausland, die wissen gar nicht mehr, wer geplant hat und wer gebaut hat. Wir haben noch einen Stolz für unseren Beruf und den sollen wir beibehalten, denn der gibt Kraft. Das heißt, wir wollen die Konkurrenzfähigkeit steigern. Wir wollen die Bauqualität steigern und wir wollen, wenn möglich, die Kosten senken. Das wäre vielleicht das Ziel und deshalb zeigen wir in unseren Studien mögliche Präventionsstrategien auf. Ich muss Ihnen aber leider beweisen, wie wir es machen. Denn reden kann man viel, aber man muss einen ganz klaren wissenschaftlichen Entscheidungsweg darstellen, damit klar wird, wie diese Resultate zusammenkommen. Sie sehen es, wir haben den Wohnungsbau untersucht, der Oliver Krivus bei uns, Doktorand, der ist schon seit 2 Jahren dran, untersucht Neubauten in der Schweiz zwischen 1992 und 2010. Und er hat auf der quantitativen Seite, das heißt der klar messbaren, nachvollziehbaren Seite, hat er Gutachten geprüft. Sie sehen, dass 1013 Wohnprojekte hat er durchkämmt bei EMPA und weiteren Anstalten zwischen 1992 und 10 und 54 Wohnbauprojekte, die wir ausgewählt haben zwischen 2004 und 2010, wurden Mängelprotokolle gesichtet. Das sind Tausende, das können Sie sich nicht vorstellen. Das ist vielleicht nicht die absolut sexieste Arbeit, die man so im Leben tun kann, aber sie ist wichtig, sie ist wesentlich, denn es ist die Grundlage, die quantitative Grundlage unserer Arbeit gewesen. Und das soll auch am Schluss eine Plausibilität geben, dass das, was wir heute erzählen, nicht aus dem Bauch heraus vom Stammtisch kommt, sondern dass es wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Und auf der gleichen Seite, und das ist neu an dieser Studie, haben wir 141 Gespräche geführt mit Exponenten aus der Bauwirtschaft. Das fängt an bei den Bauherren, den Privaten, den Professionellen, geht über die Planer durch, über Ausführende bis zur Inbetriebnahme. Das heißt, wir haben niemanden verschont. Wir wollten wissen, was denkt ihr über Baumängel? Wie denkt ihr, dass man sie verhindern kann? Und wie kann man in Zukunft weitergehen? Das wäre die qualitative Betrachtung unserer Untersuchung. Das Ganze haben wir ausgewertet. Einerseits nach Häufigkeit. Welcher Mangel tritt denn überhaupt am häufigsten auf? Was ist es denn? Und die andere Frage ist auch die Komplexität. Kommt ein einfacher Mangel häufig vor, ist aber nicht so komplex, dann schlägt das nicht so zu Buche rein finanziell. Aber es gibt dann Mängel, die dann schon wirklich zu Buche schlagen und die von ihrer Komplexität her in der Verbindung, wer überhaupt dann an der Beseitigung beteiligt ist, da kommen große Zahlen dabei raus. Und auf der anderen Seite haben wir die Einflussfaktoren erfasst, die innerhalb der Interviews aufgetreten sind. Dies zu unserer Methodik, aus dem haben wir Schlussfolgerungen gezogen, die wir Ihnen zeigen werden. Und am Schluss habe ich mir erlaubt, ein paar, es sind deren 5 Empfehlungen
abzugeben. Da können Sie mich dann im Podium schlachten und metzgen, dann warte ich gerne drauf. Nehmen wir das Gebäude, Gebäude Schweiz. Das ist das Gebäude Schweiz. Hier sehen Sie es. Und hier ist die quantitative Auswertung über diese Jahre 1992 bis 2010 bezogen auf Gebäudeelemente, Dach, Fenster, Türen, Storen, Außenwand. Sie sehen offensichtlich, die Gutachten sind rot, die Mängelprotokolle sind weiß, prozentual. Da sehen Sie, offensichtlich haben wir also mit der Außenwand bei 25,8% haben wir die absolut größte Häufigkeit bei Baumängeln erfasst durch Gutachten. Und Sie wissen auch bestens, meine Damen und Herren, wenn ich den Baumangel über ein Gutachten bewerten muss, dann ist schon der Jurist dabei und dann kommt es in der Regel nicht gut und vor allem kostet es dann besonders viel Geld. Nicht kommt es nicht gut wegen dem Juristen, sondern wegen den Streitigkeiten, meine Damen und Herren, die dann entstehen. Wir haben uns entschieden, ein typisches Beispiel für Sie etwas gesondert anzuschauen und das ist eben dieser Balkonterrasse. Nicht die höchste Häufigkeit, aber beinahe dran mit knapp 20%. Also relativ viel. Was zeigt aber diese Grafik auch oder dieses Bild, meine Damen und Herren? Es zeigt ganz eindeutig, dass wir irgendwo an einem bestimmten Ort ein ganz besonderes Problem im Bau haben. Und das hat wahrscheinlich hier mit der Wasserdichtigkeit, mit der Gebäudehülle zu tun. Das heißt, wir haben festgestellt, dass um die 60% der Mängel an Hochbauten irgendwie die Gebäudehülle betreffen. Finde ich schon mal einen ganz interessanten. Das ist ja die Gebäudehülle, die wir auch anschauen werden in diesen energietechnischen Maßnahmen und Sparmaßnahmen. Vielleicht gibt es da eine Korrelation, das wissen wir noch nicht, so weit sind wir nicht. Aber die Gebäudehülle scheint ein ganz, ganz sensibles Element im Hochbau zu sein. Das freut natürlich die Bauingenieure, die können jetzt in den Stuhl liegen und sagen, mich betrifft's nicht. Und alle Fensterbauer fangen an und die mit den Dichtungen und Fugen zu tun haben, fangen an, etwas nervös mit den Schuhen am Boden zu kratzen. Ich habe trotzdem Vertrauen in die Fensterbau, meine Damen und Herren. Einer hat mich heute früh hierher gefahren. Es hat zwar etwas länger gedauert, aber ich war pünktlich. In diesem Sinn müssen Sie keine Angst haben. Ich habe immer noch Vertrauen in sämtliche Arbeitsgattungen. Wenn wir dieses Element Balkonterrasse anschauen, müssen wir, wie es rechts gezeigt wird, nicht vergessen, nach was für Kriterien werden wir bemessen, wenn es zum Streitfall kommt. Ich habe gesagt, wir reden nicht über Schönheitsfehler. Ja, das Terrassli, das ist also mit dem Belag, das gefällt mir dann schon nicht so. Ich habe das anders im Kopf gehabt, sagt der Bauherr. Wir reden nicht über das, wir gehen zurück wissenschaftlich. Wir haben Bemessungskriterien, wir haben Hochbaunormen. Ich bete Sie nicht runter. Fotografieren Sie die mit Ihrem Eye-Auge und dann haben Sie es und wissen es und nehmen Sie diese Hochbaunormen, geschätzte Unternehmer und Planerkollegen, mal wieder hervor. Und wir haben die Häufigkeit der Mängel gesehen. Sie sehen es, auf 100% bezogen in diesem Bereich scheint hier die Entwässerung sehr, sehr häufig ein Problem zu sein. Das heißt, das sind Bauelemente, die nicht von einer Person, sondern von verschiedenen, von vielen gemeinsamen. Wir haben es vorhin gehört, der Tellerrand. Sie, unsere Teller, Herr Bundesrat, wir haben im Bauwesen Platzteller, die sind so groß, weil so viele Menschen dran beteiligt sind. Und das müssen wir wieder koordinieren. Wir müssen vor allem auch lernen, die gleiche Sprache zu sprechen. Und zwar, ich rede nicht Italienisch, Französisch, Deutsch oder sonstige Sprachen, sondern die Terminologien müssen wieder stimmen, wenn so viele beteiligt sind. Das haben wir in unseren Gutachten herausgefunden und sind somit zu der Verknüpfung dieser quantitativ messbaren Kriterien aus den Gutachten und aus den Mängelprotokollen gekommen. Und wir haben gesehen und gehört, dass offensichtlich Investitionsziele, Fachkompetenz, Qualität der Ausschreibung,
die Vergabekriterien und die Termine offensichtlich Probleme ergeben. Wir haben aber da weiter nachgefragt, um hier auch keine Allgemeinplätze abzubilden. Was sind die Probleme bei den Investitionszielen, die letztendlich vielleicht zu Mängeln führen können? Quantitativ ist es nicht messbar. Es gibt Investitionsziele, die rein auf Investitionsbauten ausgerichtet sind. Investorenbauten, die nachher nicht betreiben, die nachher nicht selber benutzen. Die Architekten mögen die gar nicht, weil die sagen, das sind die schlechten Bauherren. Ich meine, da müsste man etwas vorsichtig sein, denn es ist nicht messbar, quantitativ, dass dies zu mehr Mängeln führt. Qualitativ, in den Interview-Aussagen wurde das kritisch beachtet und die Eigennutzung wurde gelobt. Aber ich kann Ihnen das nicht beweisen auf quantitativer Ebene. Hingegen bei der Fachkompetenz, meine Damen und Herren, da scheiden sich die Geister nicht. Man sagt, ja, die späte Entscheidungsfindung des Auftraggebers sei schuld. Ist nicht messbar, quantitativ. Qualitativ in Aussagen schon. Aber das mangelhafte Ausführungswissen bei Planern, dass die geringe Berufserfahrung bei Bauleitern und die mangelhafte Qualifikation von Unternehmern ist eindeutig nach einer Beweisführung über Protokolle und über Gutachten führt zu Mängeln. Denn dort waren die Schuldzuweisungen mehr als deutlich. Das heißt, da müssen wir offensichtlich irgendwo den Hebel bedeutungsvoll ansetzen. Die Qualität der Ausschreibung. Ausschreibungsunterlagen divergieren von dem, was gebaut wird. Das kennen Sie alles, haben Sie am Stammtisch diskutiert. Ist nicht, meine Damen und Herren, quantitativ beweisbar. Qualitativ schon in den Aussagen kommt die Kritik. Wir müssen sie in diesem Sinn ernst nehmen. Die Vergabekriterien, oft unsorgfältige Vergabegespräche. Und in diesem Sinn wird oft vernachlässigt, dass wir Referenzen einholen müssen, sagen die Interviews. Die Mängelprotokolle und vor allem die Gutachten führen aber nicht eine klare Schadenszuweisung hierauf zurück. Und am Ende Termine. Das kennen Sie, das ist ein alter Zopf, Terminpläne ohne Puffer, der fixe Termin zur Inbetriebnahme, der von Anfang an angestrebt wird und nicht verhandelbar wird und alles andere muss eingedrückt werden, das kennen Sie. Die kurze Vorbereitungszeit zwischen Vergabe und Ausführungszeit, die kennen wir auch, sind alle drei, die ich jetzt genannt habe, nicht quantitativ messbar, kann ich also nicht zu 100% beweisen, dass sie zu einer Mängelausführung kommen. Was sind die Empfehlungen, die wir machen? Offensichtlich haben wir irgendwo in unserem System ein Problem mit der Ausbildung. Irgendwo haben wir ein Problem auf allen Ebenen. Und wir sind davon überzeugt, dass gerade der Beruf des Zeichners, des Hochbauzeichners, begonnen bei der Planung, ein ganz wesentlicher Beruf ist. Und das sage ich Ihnen sehr gerne als Professor an einer Hochschule, hochnäsig nichts davon. Bauzeichner brauchen wir, meine Damen und Herren. Wie viel Prozent waren es? 92% KMUs, Herr Schneider-Ammann. Die bilden die Zeichner aus. Also braucht es da wahrscheinlich wieder mal einen Anschub, dass wir diese Berufe wieder ankurbeln. Das sind die Spezialisten, die wissen, wieso ein Anschluss bei der Terrasse und beim Balkon zu zeichnen ist, wenn sie es richtig gelernt haben. Und somit könnte man da wahrscheinlich einen großen Einfluss haben. Das heißt nicht nur die Weiterbildung, wie wir es heute früh gehört haben, sondern auch bei der Ausbildung müssen wir anpacken. Wir müssen an den Hochschulen, und da weiß ich, wovon ich predige, als Vorsteher eines Departements, wo Architekten ausgebildet werden, auch da müssen wir den Hebel ansetzen. Wir brauchen den Praxisbezug, wir brauchen wieder fundiertes Konstruktionswissen. Das zeigen uns die Auswertungen der Gutachten. Und nicht nur bei den Architekten, ich nehme nicht nur meine Branche, meinen Berufsverband zur Hand, sondern ich nehme natürlich auch alle Ingenieure und Ingenieurinnen mit ins Boot. Also hier ist einiges zu tun. Wir werden das in unseren Empfehlungen im Herbst dieses Jahres klarer ausdrücken. Wir brauchen Entscheidungsterminprogramme.
Alle reden davon, aber keiner macht's. Das finden Sie in den Gutachten. Keiner hat es je gemacht. Die Bauherren müssen wieder einmal richtig ins Gebet genommen werden. Vielleicht müssen wir die Bauherren mal neu erfinden. Als Architekt, Praktizierender ist das Dümmste, was ich sagen kann. Zu mir kommt niemand mehr, wenn ich sage, die Bauherren können es nicht. Aber meine Damen und Herren, da ist Arbeit zu tun. Entscheidungsterminprogramme sind wesentlich, absolut wesentlich vom ersten Moment an. Und das wird leider, und das haben wir herausgefunden, nicht sehr häufig gemacht. Die Vergabegespräche finden heute in der Regel am Telefon statt. Man vergibt, das kennen wir, immer an den billigsten und nicht an den günstigsten. Das sind Sprüche, die wir kennen. Aber ein sorgfältiges Vergabegespräch hat oft nicht stattgefunden, haben wir gesehen. Und Referenzen werden gar nicht mehr eingeholt. Kann der das überhaupt? Die Verglasung von 6 Quadratmetern mit seiner Unternehmung. Kann der überhaupt so etwas herstellen? Wird häufig nicht gefragt, vor allem in der privaten Vergabe. Etwas, was gar nicht stattfindet, was in unserer Gesetzgebung nicht da ist, in unseren Normen nicht da ist, die obligatorische Prüfung der Ausführung und Detailpläne. Wenn mal Planer, Unternehmer und Bauleiter an den Tisch sitzen würden und den Ausführungsplan prüfen würden, hat aber niemand die Pflicht, können Sie nachlesen, in den einschlägigen Baunormen. Da gibt es etwas zu tun bei den Kollegen mit der zu kurzen Treppe im letzten Lauf. Könnte man vielleicht auch heute mal darüber diskutieren, ob man da etwas Druck machen könnte. Und nicht zuletzt, damit höre ich dann jetzt auf und hole wieder mal Luft. Wir müssen an beschleunigten Bautechnologien forschen. Die Hochschulen sind gefragt und das wäre die vierte Seilschaft, hochgeschätzter Herr Bundesrat, die mir noch am Herzen liegt, die Verbindung zwischen den Hochschulen, der Bauindustrie und der Politik. Da müssen wir noch etwas tun, da müssen wir enger zusammenarbeiten. Das ist die Zukunft, meine Damen und Herren, die Bautechnologien. Und die Schweiz ist das prädestinierte Land, um beschleunigte Bautechnologien zu erfinden. Wir sind die Besten in dem, mit der Maschinenindustrie, Computertechnologien, mit unseren Hochschulen, die dahinter stehen. Wir sind es, das braucht aber auch unternehmerisches Denken. Man muss mehr Mut zum Unternehmertum haben, finden wir viel zu wenig. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, wenn Sie Baumängel verhindern wollen, brauchen Sie wieder mal Ihren gesunden Menschenverstand. Es hat noch nie geschadet. Besten Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, Herr Menz. Wir kommen jetzt zur Podiumsdiskussion. Vielleicht vorerst noch, ich habe mir jetzt diese Treppe angeschaut, die wird sowieso noch berühmt werden, weil schon jemand fast umgefallen ist. Wenn ich denn das Geländer auch noch anschaue, könnten Sie dann noch herausfinden, ob das auch ein Baumangel ist? Vielleicht schon. Wir können immer praktisch etwas noch dazu lernen. Herr Menz, Sie haben mir zuerst gesagt, als Sie gekommen sind, Sie seien unglaublich nervös. Ich habe nichts gemerkt davon. Das heißt, Sie haben da noch einige Fragen zu beantworten. Wir kommen zum Podium, das jetzt umgestellt wird. Und ich bitte doch, können wir diese, das kann ich zwar auch selber machen, also es ist auch kein Problem. Ich bitte doch die Herren, die wir eingeladen haben für das Podium, bitte zu mir zu kommen. Und zwar ist das, sehr gut, ja. Ja. Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie keinen Humor haben, weil was ich Ihnen erzählt habe, war ein Bären. Brauchen Sie mich da? Ich brauche Sie natürlich. Hier oder da? Hier. Ja. Ich nehme jetzt mal den Schild. Ja, selbstverständlich. Herr Kieler möchte noch Herrn Bundesrat Schneider-Ammann verdanken. Er will noch die Ausstellung anschauen, oder? Bitte. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Herr Bundesrat Schneider-Ammann hat andere Termine, er hat es erwähnt, hat einen fixen Termin, wo er wieder anwesend sein muss. Ich denke, es wäre nicht zu verzeihen, wenn wir ihm seine Anwesenheit hier nicht noch verdanken würden und ihn dann in den Rest des Tages wieder entlassen würden. Vielen Dank, Herr Bundesrat, für Ihre eindrücklichen Worte, die Sie der Bauwirtschaft hier übermittelt haben.
Wirtschaftliches Wohlergehen hat nicht nur die Politik zu veranlassen. Es braucht Unternehmer, es braucht KMUs, es braucht Handwerker, die anpacken müssen. Aber die Politik soll möglichst gute Rahmenbedingungen zu setzen. Das hören wir immer wieder. Sie haben uns einen Einblick in die Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik und Europa gegeben. Vielen Dank dafür. Die Bauwirtschaft wird sich auch in Zukunft engagieren, ihren guten Teil zum Wirtschaftsverlauf, zum Wirtschaftskreislauf dazu beizutragen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich zum Abschluss nochmals danken und Ihnen einen schönen Tag wünschen. So. Ich präsentiere Ihnen kurz die Teilnehmer, und das ist Herr Daniel Nickli zu meiner Linken. Er ist Architekt, ganz einfach Architekt, ein Praktiker. Dann haben wir Martin Grüninger, er ist in der Geschäftsleitung der Allgemeinen Baugenossenschaft, die größte Baugenossenschaft in der Schweiz mit 4.700 Wohnungen. Dann kennen Sie sicher Herr Altnationalrat, ist zwar nicht so alt, aber er ist eben schon Altnationalrat, Werner Messmer, Präsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Dann haben wir Herrn Laurent Vuillet. Er ist Professor an der ETH Lausanne und Direktor der Abteilung Bodenmechanik, Vizepräsident der SIA. Und last but not least, Herr Sascha Menz, den Sie gerade kennengelernt haben. Herr Menz, Sie haben ja einige Thesen aufgestellt. Sagen Sie doch noch etwas zu Ihrer Gilde, nämlich zu den Architekten. Sind die auf der Höhe der Aufgabe? Liebe Herr Leutenecker, Sie sind weit über der Höhe. Die Frage ist, wie man zusammenarbeitet. Das ist das Thema. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in der Schweiz ein duales Bildungssystem haben. Das heißt, wir haben verschiedene Sorten von Architekten. Es braucht nicht nur den einen, sondern auch den anderen. Das heißt also, wir brauchen die Ausbildungen an den Fachhochschulen und wir brauchen sie an den universitären Hochschulen. Es muss verschiedene Möglichkeiten geben, um Architekten auszubilden. Und durch diese Breite, die wir haben, haben wir keinen Spezialist-Architekt, sondern wir haben einen Generalist-Architekt. Und den braucht es seit der Renaissance auf den Baustellen. Dafür stehe ich ein mit meinem Namen. Ja, aber es ist ja noch interessant. Ich höre immer wieder, ja, lass die Architekten planen, aber bitte nicht den Bau ausführen. Hat so etwas dran, oder? Ja, nicht ganz richtig, weil ich weiß nicht, wie Sie arbeiten, aber wir sind 40 Leute im Büro und das sind nicht nur Architekten, sondern eben auch Bauzeichnerinnen und Bauzeichner. Das heißt, es ist ein Team von Planenden, die in diesem Architekturberuf da sind. Und wenn am Schluss all chiefs and no Indians, wenn jeder Architekt sein will, dann geht es nicht, sondern es braucht die Breite zwischen den Bauzeichnern. Sie sind der Chief und die anderen sind die Indians. Ich bin bei uns im Büro der Chief, das ist richtig, da stehe ich dazu, ja. Gut. Und haben Sie genügend Indians, die das auch können? Ich habe sehr, sehr viele, sehr gute Spezialistinnen und Spezialisten im Büro, die das können, aber auch nicht immer, weil, wie ich gesagt habe, ich habe auch schon Baumängel produziert, das ist so. Dann kommt kein Weg drumherum herum, außer wir verbessern das in Zukunft. Ja, was meint Herr Nickli zum Thema Qualität der Chiefs? Dort fängt es ja an. Wir kommen dann schon zu den Baumeistern. Ja, das ist ja noch interessant, dass Sie sich selber als Chief sind. Das da, ist das im ganzen Bau so akzeptiert, dass Sie die Chiefs sind? Also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Er hat gesagt, er sei der Chief, ja, also der Chef. Also natürlich auch auf dem Bau, oder? Nein, weißt du, er verwechselt das. Weil er hat vorhin vom Büro geredet und jetzt will er das verallgemeinern. Du musst nur ein bisschen aufpassen, ist kein Problem. Gut, okay. Immerhin. Nur nicht aufs Herr Menz ist nicht mehr nervös, er hat es gemerkt. Er hat sich nicht so gut eingelesen, wie er es einst gesagt hat. Nein, ich glaube, wo ich eben widersprechen muss, ist genau dieser Punkt, dass Sie gesagt haben, wir möchten die Ausführung nicht machen. Das ist genau das Gegenteil. Also wir verstehen uns als Büro, das eben, oder ich glaube, die meisten Architekten, die ich kenne, die möchten eben von der Planung bis zur Ausführung am Projekt bleiben. Das wird heute oft, ist das ein Problem, dass das getrennt wird. Das ist eine Praxis, die immer stärker, die auch teilweise aus dem Ausland kommt, also mit Totalunternehmen, Generalunternehmen, die Ausführungsplanung auch noch übernehmen wollen. Da sträuben wir uns dagegen, weil wir eben ausgeführt haben, dass der Architekt
von der Planung bis zur Ausführung des Detailleben kontrollieren muss. Und klar ist, dass es natürlich Baumengen gibt, die wird es immer geben, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wir versuchen das zu minimieren. Für mich gibt es auch zwei, also man könnte vielleicht auch sagen, es gibt diese wesentlichen und nicht wesentlichen Mängel. Ich will die so beschreiben, dass es einen Mangel gibt, wo ein richtiges Detail falsch gebaut wird. Das ist Pfusch in der Regel. Das ist dann eben da, wo dann bleibt die Kompetenz auf Seiten der Unternehmerschaft. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es sehr viele. Eine davon könnte beispielsweise sein, diese Hochkonjunktur, die wir im Moment haben. Wir müssten teilweise ja schon fast Unternehmen bitten, dass wir eine Offerte kriegen für ein Gewerk teilweise. Und dann im öffentlichen Subventionswesen ist es dann noch schwieriger. Dann müssen wir das Angebot annehmen, das vorliegt. Und der zweite, und das ist dann, was schmerzt selbstverständlich, ist der Mangel, wo ein falsches Detail, also ein Detail, das wir geplant haben, richtig ausgeführt wird. Und das ist dann eben ein Baumangel. Das ist ein Problem, an dem müssen die Architekten natürlich arbeiten im Sinne von Kompetenz unserer Mitarbeiter beispielsweise. Herr Gröninger, Sie sind ja Bauherr. Diese Schnittstellen, das ist das eine Problem. Also es wird auch nicht sehr oft gesprochen im Bau oder zu wenig vielleicht. Jeder denkt manchmal etwas für sich und gleichzeitig wurde jetzt das Ausbildungsproblem angesprochen. Wie sehen Sie das aus Sicht des Bauherrn? Also wir gehören zu den Bauherren, die unsere meistens großen Projekte ausschließlich mit Totalunternehmer oder Generalunternehmer realisieren. Das hört Herr Nickli nicht so gern, das ist mir klar, aber bei uns geht es auch von der Projektgröße her um Risiko und um Termingarantie. Und es geht letztendlich auch um diese Schnittstelle. Bauen ist heute sehr komplex. Und auch wenn wir für unseren Eigennutzen bauen, haben wir nicht weniger Mängel am Schluss als Investoren. Haben Sie das ausgerechnet? Kommen Sie auch auf 8% der Summe? Also ich würde diese Zahl nicht in Frage stellen. Ich persönlich unterscheide zwei Kategorien von Mängeln. Die eine Kategorie, das ist, ich sagte mal, der Finishmangel, kennen wir alle bei der Abnahme, die Steckdose, die nicht funktioniert, die Kratzer in der Fensterscheibe, die Putzflächen auf den Platten, die verkratzten Parkett und. Das ist etwas, das man ja noch relativ rasch dann beheben kann in der Inbetriebsphase. Und ich bin sicher, diese Mängel, die sind hauptverantwortlich für die große Zahl von 15 Mängel pro Objekt, also pro Wohnobjekt. Also die Kratzer, aber nicht die grundlegenden Baumängel. Nicht die grundlegenden. Die anderen, die substanziellen Mängel, das sind dann tatsächlich Terrassen, die drinnen, Wohnungstüren, die man 130-fach ersetzen muss, die Haustechnikanlage, und das ist der Punkt. Etwas, das mir bald am meisten Sorgen bereitet, heißt Haustechnik, Komponenten, verschiedene Systeme, die alle für sich sicher wunderbar funktionieren, aber als Ganzes auch selbstverständlich. Die Wohnung wird warm, die Lüftung läuft, aber die Zielwerte werden weit verfehlt. Und das sind dann die substanziellen Mängel und da glaube ich, die sind verantwortlich für die hohen Kosten von 2.500 Franken. Also die Komplexität nimmt zu, Herr Messmer, im Bau. Das ist offensichtlich so, wenn wir daran denken, dass jetzt die Energiefrage so wichtig geworden ist. Das ist eine zusätzliche Komplexität. Ist es denn jetzt vor allem die Kommunikation oder ist es die Ausbildung? Oder was ist denn der Grund für diese Baumängel? Und wie könnte man das überhaupt auf diese 6% reduzieren, die Herr Menz angeführt hat? Also ich habe mir vorhin überlegt, eigentlich geht es um die Kernfrage, wer ist auf dem Bau eigentlich verantwortlich, dass keine Mängel entstehen? Oder wer ist verantwortlich, dass möglichst wenig Mängel entstehen? Und wer, Herr Menz, ist verantwortlich, dass wenn Mängel entstehen, dass man diese behebt, bevor der Bau abgeschlossen ist? Das ist doch die Kernfrage. Ja. Und als Sie referierten, Herr Menz, ist mir in den Sinn gekommen, so ein Parallelthema. Wir sind ja auf dem Bau interessiert, dass die Sicherheit immer größer wird. Und es nützt nichts, zum Beispiel, wenn ich sage, für die Sicherheit ist nur der Polier verantwortlich. Und jeder, der dann nicht Polier ist, der läuft irgendwie auf dem Bau herum und schon trampt er in ein Loch. Also mein Anliegen war schon sehr früh,
auch mit der SUVA zusammen, die Sicherheit so zu entwickeln, dass jeder einzelne Bauarbeiter feststellen kann, ob hier eine Gefahr ist oder nicht. Und jetzt bin ich beim einzelnen Handwerker. Können wir von ihm heute noch im ganzen Umfeld, wie wir das kennen, erwarten, dass er über seinen Rand hinaus Überlegungen macht, was könnte passieren im Zusammenhang mit so einem Thema, wie Sie jetzt angeschnitten haben, Balkonsanierung. Ich zweifle, ob jeder Handwerker daran denkt, was bedeutet das für den anderen in Bezug auf Falle für Mängel. Gut, jetzt haben Sie Fragen gestellt, das würden wir jetzt noch gerne eine Antwort haben. Ja, und jetzt fällt mir heute ganz eindeutig, ich habe das noch erlebt, ich finde keine Persönlichkeit mehr, ich sage es jetzt etwas abstrakt, keine Persönlichkeit mehr auf Seiten der Architekturbauleitung, in dem Sinn, der als Person auf dem Bau steht und sagt, so will ich's haben, dem Handwerker. Sie haben selber gesagt, als Vertreter der Architektur, heute kommen Bauzeichner. Nicht nur, aber das erleben wir heute. Bauzeichner, die dank ihrer Ausbildung gar nicht in der Lage sind, solche Mängel zu entdecken. Mir fehlt die Qualität an Personal auf der Seite der Bauführung, Bauplaner, Baukontrolle, die die Handwerker im Griff haben. Ist komisch, wenn ich das sage, aber der Baumeister wurde ja nicht erwähnt. Scheinbar macht er keine Mängel. Es geht ja nur um andere. Es ist ja noch interessant, war gar nicht so eine falsche Frage, die ich Ihnen gestellt habe im Moment. Wer ist der Chef auf dem Bau? Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Es kommt immer auf die Phase drauf an. Das haben wir gesehen. Und es gibt eine einfache Antwort, Herr Mesmer, auf Ihre oder auf deine Frage. Die Antwort ist diejenige, dass wir die Leute an den runden Tisch bringen müssen. Das sequenzielle Denken ist ein Problem. Ich plane, dann gebe ich weiter. Dann ich mache Bauleitung, dann gebe ich weiter. Ich mache Bauausführung, dann gebe ich weiter. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Problem, das wir festgestellt haben, und das haben wir auch mit aller Deutlichkeit vorhin eigentlich auch vorgetragen, dass dieses Sitzen an den runden Tisch, das Überprüfen, der Bauzeichner macht nur einen Teil seiner Arbeit. Der Architekt moderiert wieder zu einem Ganzen, aber der Bauleiter, wenn er nicht in persona gleich noch der Architekt ist, was ja manchmal sein kann, macht wieder den nächsten Schritt oder der GU oder der TU. Es ist niemand alleine der Böse. Wir sind alle kleine Teufelchen. Das ist das Problem. Und wenn die Teufelchen mal an den Tisch kommen und einmal diese, das Geplante zusammen anschauen, und das erste ist immer ein Plan, das ist unser Code. Wir reden nicht viel, wir zeichnen. Genau. Und das ist unser Code. Sie können keine Häuser bauen, Herr Leutenecker, mit Texten. Es geht nicht. Wir müssen immer noch zeichnen und wir müssen darüber reden, was gezeichnet worden ist, dass es klar ist und dann die klaren Aufträge weiterverteilen. Ist das so? Spricht man nicht gerne in der Baubranche, Höhe? Also man spricht schon gerne, aber über anderes vielleicht. Ja, ja, das ist immer so. Aber das, man muss sagen, dass zum Beispiel innerhalb von SIA, wir sind 15.000 Mitglieder, nicht? Und es gibt nicht nur Architekten, es gibt auch Ingenieure und nicht nur Bauingenieure, sondern alle Arten von Ingenieure. Elektro, Mechanik, was ich weiß. Und es ist klar, dass ein Problem ist, alle diese Akteure der Baubranche so zusammenzubringen, so dass sie wirklich zusammenarbeiten können. Und das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem, das hat nicht nur mit Pläne, Struktur oder Klarheit zu tun, sondern auch mit Kultur. Und mit Ausbildung. Das heißt, sind alle diese Akteure bereit, wirklich zusammenzuarbeiten? Und ich kann viele Beispiele zeigen, wo mangelnde Probleme kreiert sind, weil die Leute nicht zusammenarbeiten, kann ich das so sagen? Naja, aber Sie sind ja eigentlich die Bibel mit der SIA, oder? Sie geben ja die Bibel heraus und dann wird das mehr oder weniger wortgetreu nachvollzogen, aber die Kommunikation stimmt dann trotzdem nicht ganz und die Ausbildungsfrage steht im Raum. Ja, das ist klar. Es gibt viele zu sagen. Und mein Kollege Menz hat schon über Bauzeichner gesprochen. Und das ist etwas. Aber man kann auch über die Dual-Ausbildung sprechen zwischen Fachhochschulen und ETHs auch, nicht? Es gibt einfach Modifikationen in Ausbildung, in dem Sinn, dass in Richtung Ausführung, Sie sind schon recht, aber Ausführung,
muss sagen, das ist nur ein Teil, nicht? Und es gibt auch eine Studie von Professor Schneider an der ETH Zürich und Matusek, kennst du vielleicht diese Studien von den 70er Jahren in Richtung Hochbau, wo bezeichnet war, dass nicht nur die Ausführung, sondern Planung und Konzept, so manchmal gibt es Mangel, weil konzeptuell gesehen, es gibt Mangel. Und mit der Ausbildung ist das jetzt so, dass es gibt schon eine Gefahr, dass mit dieser Re-Engineering so von Ausbildung dann existiert Lücke in Zukunft. Sagen Sie, es ist ja schwierig zum Vergleichen, weil vielleicht in der Schweiz die Standards etwas anders oder etwas höher gesetzt sind. Aber im Vergleich zum Ausland, zu anderen Ländern, ist die Baumängelquote in der Schweiz tiefer oder ist sie ähnlich? Ja, ich muss sagen, Sie haben das nicht gesagt. Ich bin auch CEO von einem der größten Ingenieurbüros der Schweiz. Wir haben etwa 600 Leute. Wir arbeiten in Frankreich, in Algerien, in alle Länder. Also 40 Länder. Ich muss wirklich sagen, dass es gibt viele Ähnlichkeiten. Das ist viel ähnlich zwischen Ländern. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass die Schweiz ein Sonderfall ist. Also im Guten. Im Guten und im Schlechten. Und im Schlechten. Das ist wirklich, wirklich vergleichbar. Ist ja nicht nachweisbar. Es geht ja auch immer um die Bemessung des Mangels. Oder irgendwo haben Sie vielleicht weniger Mängel, aber da lässt man etwas durchlaufen, was dann bei uns vielleicht als Mangel klassiert würde. Es ist nicht wissenschaftlich prüfbar. Sollten wir nicht diskutieren, weil wir es nicht wissen. Aber wir sind besonders langsam in der Schweiz im Vergleich zum Ausland. Auch nicht. Nein. Alles Durchschnitt. Nein, ja, Schweizer Qualität ist etwas bekannt und dank alle in Ausbildungen, Normen, Werk und so, was wir entwickeln, sind wir hoch. Und das ist klar, dass Schweizer Qualität ist ziemlich höher als andere Länder. Aber doch nicht gleich. Ich spreche von Ländern wie Frankreich zum Beispiel. Ja. Das ist nicht einfach zu sagen, ja, die sind schlecht und wir sind gut. Nein. Aber Sie sagen, die Schweizer Qualität ist immer noch besser als im umliegenden Ausland. Ja, das ist noch ein Standard für Internationalität. Und das ist für uns alle sehr nützlich. Ja. Bauen wir denn richtig heute, Herr Messmer? Es gibt ja viele Länder, die sich viel mehr industriell bewegen, also auch im Bauen. Industriell nicht mehr vor Ort fertigen und so weiter. Gibt es neue Technologien, die Sie sagen, würde auch der Bauqualität gut tun? Also grundsätzlich wäre ja ich interessiert, dass die Qualität nicht so gut wäre, dass man schneller renovieren muss, oder? Aber das, was wir vorher gesprochen haben, es gibt eben eine qualitative Frage der Ansprüche, also eine Anspruchsqualität und eine Ausführungsqualität. Und die unterscheidet sich. Wir haben eine viel höhere Anspruchsqualität in der Schweiz als in umliegenden Ländern. In der Ausführungsqualität, glaube ich, dort gibt es letztlich keine Unterschiede. Aber unsere Ansprüche sind massiv emporstilisiert. Ich nehme, und das nicht nur im Wohnungsbau, wenn ich schaue, wie wir Autobahnen bauen, wie die selbst oder wie wir das Bundeshaus umgebaut haben. Oh, nein, das ist schön. Das ist schön, ja. Aber teuer. Ja. Gut. Das Geld ging nur an Handwerker, kein Problem. Nein, Autobahnen müssen zur Erlebnisstrecke werden, oder? Auch für die Grünen. Ja, manchmal gibt es auch schlechte Erlebnisse dabei. Oder wenn ich denke, was man investiert dann an Lärmschutz, an Tierschutz, alles in Ordnung. Aber wir haben einen Standard entwickelt, der die Erwartungsqualität hinaufschreibt. Und darum glaube ich auch, dass wir schneller Mängel entdecken, die eigentlich gar keine Mängel sind. Sondern ich behaupte, im Schnitt arbeiten wir sehr gut. Es sind, natürlich, die Summe ist beeindruckend, aber ich habe sehr oft erlebt, wie eigentlich viele Bauherren einen Mangel als Mangel empfinden, wo ich nur den Kopf schütteln kann, weil es Beispiel? Ja, irgendein kleiner Riss in der Fassade oder im Verputz oder... Also wie breit ist der Riss? Ich spreche eigentlich von Haarrissen, aber etc. Oder was macht es, wenn jetzt, also ich unterstütze das nicht, aber wenn mal irgendwo einer Wand entlang bei dem Plättli jetzt mal einbauen muss, weil die Wand nicht haargenau 90,0 Grad ist, sondern 89,9 Grad etc. Oder die WC-Schüssel eine etwas gemischte Farbe von Weiß hat etc. Nein, das ist, ich könnte hier viele Beispiele aufzählen.
Sehen Sie es auch so, Herr Wenz? Schau, das ist der Unterschied zwischen den wesentlichen und unwesentlichen Mängeln. Unsere Studie hat sich versteift, und das ist auch richtig so, auf die wesentlichen Mängel. Die anderen sind Schönheitsfehler, die fallen, so wie wir es festgestellt haben, auch finanziell nicht so ins Gewicht. Die großen Zahlen liegen bei der Entwässerung der Fassade, beim Riss, nicht Haarriss, in der Hülle und bei Undichtigkeitsfragen. Und da geht es ums Geld. Und da sind aber alle beteiligt. Wenn es ums Wasser geht. Ja, da sind aber alle beteiligt. Ich kann nicht die Schuld geben dem Baumeisterverband und sagen, bildet seine Leute schlecht aus. Doch, das tut er offensichtlich, haben wir auch gesehen. Aber es ist nicht alleine. Die Architekten machen Fehler, alle machen Fehler. Und wenn wir nicht gemeinsam diese Ausführungs- und Detailpläne zuerst am Tisch miteinander ansehen und prüfen, dann werden wir nie auf einen also grünen Zweig kommen. Also die Kommunikation ist relevant. Und die ist die Ausbildung auch. Ich muss ja noch beurteilen können, was ich sehe. Was muss man denn besser machen? Wie gesagt, Ausbildung? In der Ausbildung brauchen wir eine breitere Ausbildung. Wir brauchen vom Bauzeichner bis zum Ihrem Chefarchitekten, also brauchen wir alle. Auf das ganze Gebäude. Wir brauchen Generalisten auf dem Bau, die das Ganze einschätzen können, und Spezialisten. Wir denken heute viel zu oft, dass Spezialisten lösen alles. Das ist genau mit der Umweltproblematik, mit wie kann ich ein Umweltgebäude bauen und planen. Das können nicht Spezialisten alleine, sondern es müssen immer die Generalisten mitbeteiligt. Aber was muss denn konkret geändert werden an der Ausbildung? Das ist so ein Allgemeinplatz. Das ja, sagen eben, alle, oder? Ja, was? Ist es nicht so? Und ich muss ja die Chance einmal nutzen, wenn ich allein als Baumeister gegen Ingenieur und Architekten antreten kann. Ist es nicht so, meine Herren, dass letztlich auch der Druck, der auf uns allen liegt, die Qualität der Arbeit an und für sich gut ist, aber ihr macht nicht mehr das ganze Spektrum, das eigentlich einmal euer Job gewesen wäre. Man schiebt heute Detaillösungsproblemlösungen auf den Unternehmer ab. Man hat nicht mehr Zeit. Ich war gestern im Zug mit einem Ingenieur in Bezug auf Problematik mit der SBB. Er hat gesagt, wir werden schon in der Ausschreibung so unter Druck gesetzt, dass wir zu Minimalisten werden. Ja, wenn der Ingenieur und Architekt zum Minimalisten wird, wer entwickelt dann noch Qualität? Und dann wartet es man von uns, der gleiche aber, der als Minimallösungen Pläne abgibt, empfiehlt dem Bauherrn 3 Abgebotsrunden zu machen. Es ist dann derselbe. Und jetzt kommt das Entscheidende. Für mich ist doch der Architekt meistens oder so, ist der Arzt des Bauherrn. Er ist die Vertrauensperson. Aber ich muss Ihnen sagen, ich komme vom Land, das ist in der Stadt vermutlich nicht so. Was ich erlebe, wie der Architekt oder das Büro nachher sagt, das ist ja verrückt, was der für eine schlechte Qualität geliefert hat. Ein Jahr später ruft er uns an, sagt, Messmer, ich gebe dir gerne die Arbeit, aber du bist noch 6% billiger. Sage, wer ist dann billiger? Ja, jener, der die schlechte Arbeit leistet. Das ist keine professionelle Betreuung in der Verantwortung vor dem Bauherrn, dass auch das eben zusammenhängt. Hier mache ich wirklich der Planerseite einen großen Vorwurf. Da möchte ich gerne drauf etwas sagen. Der Herr Messmer spricht, wir nennen das die Phase 3 Architekten an. Das sind die Architekten, die eigentlich in der Vorprojektphase bis hin zum Bauprojekt tätig sind. Die Baueingabe, alles das Bewilligungsverfahren machen. Nachher geht das dann vielleicht in eine Ausführungsplanung rein. Jetzt könnte ich den Ball wieder zurückschicken und sagen, das ist ja gerade das, was der Investor heute sucht. Der Investor sucht die gute Idee, sucht den Architekten, der ihm das Konzept macht, bis hin zur Baubewilligung, und dann sucht er dann die Zeichnungsmaschine, die es schnell zu einem sehr, sehr billigen Preis durchrattern lässt, dass man es dann in die Ausführung bringt. Das ist genauso ein Problem. Architekten müssen wieder für ihre Phasen verantwortlich sein, bis hin in die Ausführung. Das ist aber eine Tendenz, die wir heute in der Bauindustrie haben. Das ist ein angelsächsisches Prinzip. Fahren Sie nach Amerika, da gibt es nur noch Entwurfsarchitekten. Da werden auch nur noch Entwurfsarchitekten ausgebildet. Unsere Schulen machen das nicht. Die bilden eigentlich Architekten aus, die fähig wären, bis hin zur Ausführung ihren Stand zu stehen. Es ist aber oft auch die Bauwirtschaft, die es nicht mehr zulässt. Warum? Da kann man sich wieder hinten am Schwanz packen, weil man nicht mehr Vertrauen in uns hat. Warum? Weil vielleicht zu viel Vertrauen falsch gegangen ist. Nicht in alle, nein. Nicht in alle. Nein. Was sagt denn der? Ja, bitte. Das war ja mein Plädoyer für diese gesamtheitliche Rolle des Architekten. Dass man eben nicht anfängt, diese
das gesamte Gewerke immer stärker zu, aufzulösen und die Verantwortung zu delegieren, sondern dass man eben quasi diese Rolle des Koordinators beibehalten kann. Aber das wird oft eben, ist es nicht mehr so einfach. Sie sagen eben, ich habe auch kein Problem mit Totalunternehmen und mit GUs. Es gibt sehr gute GUs, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Aber da muss eben, finde ich, darauf geschaut werden, dass der Architekt wenigstens die Teilleistung, wie sie der SCA beschreibt, quasi beim Architekten verbleiben. Weil wenn er nur noch wirklich der Bilderlieferant ist, dann ist klar, dann gibt es eine Art von Diskrepanz zwischen Bild und Ausführung. Also gesucht ist Gesamtverantwortung letztlich, damit diese Baumängel überhaupt nicht entstehen oder frühzeitig behoben werden können. Herr Grüninger. Nein, die entstehen trotzdem. Also ich fand mich in diesen Zahlen wieder, ja, die ich gesehen habe. Ich war ein bisschen überrascht von der Höhe. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass man kann sie nicht reduzieren. Das ist das eine Totalunternehmerlösung, dass es weniger Mängel gibt. Ja, aber ich glaube, vorhin hat es ein wichtiges Argument gemessen, diese Qualitätsanspruchshaltung. Also es ist nicht mal die Qualitätsanspruchshaltung, sondern es ist die Bestellung. Wir bauen im Ausland, in Paris beispielsweise, machen wir Wohnungsbau. Das ist ganz klar, die Bestellung, die ist natürlich ein Bruchteil von den Komfortansprüchen, wie wir sie halt hier stellen. Das geht bis dazu hin. Bei uns ist jeder Wohnungsbau heute quasi ein technisch hochgerüstetes Haus mit Lüftungsanlagen, mit eben unglaublich dichten Gebäudehüllen, die dann eben zum Problem führen beim Balkon. Wenn ich die nicht einfach davor hinstelle und sage, ich löse das alles weg vom Haus, die Haut bleibt möglichst kompakt, ohne Vorsprünge. Das heißt, diese Frage, das geht natürlich bis in die Diskussion hinein, was macht eben so ein hochdichtes Haus am Schluss in der Stadt? Also wie sieht die Stadt der Zukunft dann aus? Aber trotzdem noch die Frage. Sie behaupten, Herr Grüninger, man kann die Baumängelquantität sowieso nicht reduzieren. Die kommt sowieso etwas statistisch so vor. Ist das so? Ja, reduzieren kann man sie wahrscheinlich schon mit viel gutem Willen. Es braucht sicher von den Handwerkern, die auf der Baustelle arbeiten, auch ein bisschen mehr Herzblut. Ich stelle immer wieder fest, heute, es ist nicht mehr viel Respekt vorhanden gegenüber der Arbeit des Vorgängers. Also da ist eine Bodenheizung frisch verlegt. Ja, der Nächste schreitet über diese noch nicht abgedeckten Rohre und da muss man sich nicht wundern, wenn solche Schäden entstehen. Reduzieren, glaube ich, kann man es, aber... Wie denn? Kontrolle. Mit Kontrolle. Gesamtverantwortung, Kontrolle. Ja, vor allem Kontrolle. Wer kontrolliert? Mehr Sorgfalt, weniger Pfusch und ein bisschen mehr Eigenverantwortung wieder direkt. Und wer kontrolliert, Herr Wüge? Ja, das hängt von Objekt ab. Das kann ja, aber als institutionelle Kontrolle, also letztlich hat ja auch Herr Menz gesagt, der Architekt müsste wieder mehr Zugriff zu allen Bauphasen haben, damit diese Anschlüsse und diese Schnittstellen besser bewirtschaftet werden können. Nein, aber man muss das als ein System betrachten, nicht? Und es gibt verschiedene Akteure, die alle ihre eigenen Verantwortlichkeiten haben. Das ist klar. Das geht von Mitarbeitern auf der Baustelle bis zum Bauherren. Und die kriegen alle Verantwortlichkeiten. So, wenn wir wirklich spezifisch sind, wer ist für den Bauleitung verantwortlich, dann das ist auch klar, vertraglich klar. So, das ist für mich keine Frage. Aber darf ich noch zwei Worte addieren? Weil erstens, wir sind hier mit Bauenschweiz, nicht? Da steht auf die Logos. Aber was ist Bauenschweiz? Das sind viele, viele Vereine, nicht? Und zum Beispiel, wenn ich Dekan der Fakultät für Architektur, Bau und Umwelt an der ETH Lausanne war, habe ich angefangen, bilaterale Kontakte mit berufliche oder spezialisierte Vereine zu haben. So der eine und zwei und drei. Dann habe ich gesagt, ja, das ist einfach zu viel. Ich muss alle diese Vereine zusammen in ein Sitzungszimmer haben. Wie viele Vereine nur für Architekten und Ingenieure hat man in der Schweiz? 44. Das ist unglaublich. Es gibt Experten für Stahl und Experten für Beton, andere für Wasser und andere für Umwelt, was ich weiß. Und die Gipsexperten, was ich weiß. Das ist unglaublich. Verzettelt, nicht? Und erstens, das ist die erste Botschaft, dass ich sagen will, wir sind alle beim Bauindustrie zusammen, um eine bessere Qualität zu realisieren. Aber zweitens,
Wir haben hier von Professor Menz über Mängeln gehört. Aber ich wäre froh, wenn wir über andere Arten von Mängeln sprechen. Etwas mehr philosophisch sozusagen, nicht Baukultur. Hat man die Kultur, die Baukultur, hat man die Objekte, die wir wollen? Sind sie, wo wir diese Objekte wollen? Stichwort ist Raumplanung, Landschaft, ist Landschaftsqualität. Und da gibt es viele andere Mängel. Und ich kann Ihnen Geschichte erzählen, wo von Anfang an, weil zum Beispiel eine Straße auf der falschen Trasse angebot war, dass eine Katastrophe dann passiert. So, das ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass es ist ein Teamarbeit. Wer ist verantwortlich? Das ist vertraglich bekannt. Und die Juristen, nochmals, sie können das gut zeigen. Aber das ist für mich falsch, wenn wir heute zwischen Unternehmer und Planer sagen, sie sind schuldig. Nein, das wäre ich. Aber Sie können ja, kontraproduktiv. Sie können, ja gut, das ist schon gut, aber auf dem Bau ist es dann trotzdem so. Wenn Sie dann vor Ort sind, vor dem Baumangel, dann kommt es ja trotzdem zu dieser Konfrontation. Nein, zum Beispiel in Totalunternehmungen zum Beispiel oder GEUS. GEUS, ja. Es gibt so Kontakte mit GEUS und Ingenieurbüros und Architektenbüros. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, nicht auf den Tisch, es gibt riesige Erfahrung beim Machen, beim Ausführen in den Unternehmen. Und das ist sehr gut, dass die Architekten und die Ingenieure zusammenarbeiten. Aber Herr Grüne gesagt, GEU ist nicht nur ein Modell, es gibt viele andere Modelle, wo das funktionieren kann, diese Zusammenarbeit. Also Sie haben in einem Recht, es gibt sehr, sehr viele so Einzelsparten. Jeder denkt nur in seiner Sparte, oder? Die Gefahr haben wir. Und darum ist Bauen Schweiz übrigens so einzigartig. Es ist die einzige Organisation, die ich kenne, wo alle am Bau Beteiligten in der gleichen Organisation versammelt sind. Es gibt keine adäquate Organisation. Nur, dass das noch schnell gesagt ist, völlig einzigartig. Aber ich glaube schon, dass es darum geht, dass wir mehr eben auch einander verstehen. Ein Beispiel, wir haben in Sursee ja unser bekanntes Aus- und Weiterbildungszentrum, inzwischen vermutlich das größte und modernste dieser Art. Was bemühen wir uns, dass wir in Kontakt mit den Hochschulen und Fachhochschulen treten können? Wir laden ein, einen Teil des Studiums bei uns zu machen, nicht zwei Semester, vielleicht mal einen Monat, um die Seite der Bauwirtschaft auch anders zu verstehen. Es ist unwahrscheinlich, wie wir Probleme haben und Mühe haben, die Rektorate dazu zu bringen, sich nur schon einmal Gedanken darüber zu machen, ob man die Studenten der ETH zu den Baumeistern nach Sursee schicken kann. Haben Sie die Zeichensprache verstanden? Ja, Ihr Name ist gerade runtergefallen, weil es so tief ist, oder? Wollen Sie etwas sagen? Das war ein bisschen polemisch, das weiß er natürlich, weil wir ja schon lange zusammenarbeiten und auch diesen Austausch haben. Das ist natürlich schon nett gesagt, aber wir sind dran, wir haben das ja erkannt. Und wir haben gesagt, es ist eine neue Generation auch an dieser ETH, wie du so sagst, und auch bald nehme ich an im Baumeisterverband, nehme ich auch an, Herr Alt, Nationalrat, die werden das auch machen in Zukunft. Wir sind dran, wir haben die Probleme erkannt. Man kann ja nicht sagen, es sei keine Zusammenarbeit da, sie besteht. Aber sie bestand wahrscheinlich auch früher. Ich will den alten Leuten gar nicht so vors Maul fahren. Das ist etwas wie mit dem Rosenkranz. Die Katholiken in Raum wissen, was ich meine. Das muss man täglich machen. He? Das ist wie Training, der Ranzen geht nicht weg, wenn du einmal auf die Maschine gehst. Wir müssen laufend daran arbeiten. Und darum vergesst die ETH in diesem Sinn da oben, die ist schon lange ganz weit unten am Graben. Die weiß schon, was Sache ist und sucht sich auch ihre Partner. Ich möchte noch etwas zu diesem Bauen Schweiz. Das ist aber eine konkrete Einladung. Läuft da etwas? Das läuft schon jetzt seit gut einem Jahr. Und was im Gedanken oder schon? Nein, die Studenten, die kommen auch schon. Das ist nicht so. Haben Sie schon gemerkt? Ich habe Vorträge gehalten. Das ist auch so gewesen. Wir haben diesen Austausch. Also in dem Sinn kann man nicht sagen,
sagen, es passiert nicht. Aber es ist nicht in einen Stundenplan eingeflossen. Das wäre zu überdenken. Und nach dieser Studie haben wir ja gesehen, da ist offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber die Geschichte mit Bauen Schweiz interessiert mich natürlich, weil das ist ein ganz wesentliches Instrument, dass wir weiter pflegen müssen. Und auch dort haben wir die Möglichkeiten, dass diese Verbände alle eben an einem runden Tisch sitzen und eben solche Programme in Zukunft eben auch bringen können. Ich habe noch eine Frage. Wie ist es mit den Bauherren bei Bauen Schweiz? Ja, was möchtest du wissen? Wie sind die vertreten und wer? Die Bauherren. Das ist ja das Spannende an unserem Beruf. Wir sind alles Bauherren. Wir selber sind praktisch immer auch irgendeinmal Bauherr. Welcher Unternehmer war nicht selber Bauherr? Also wenn jemand die Anliegen der Bauherren kennt, dann sind wir es. Ganz einfach. Mir ein bisschen, voilà. Sagt ihr. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Es gibt ja, das sind wir eben. Das ist das Nein. Unternehmerdenken, oder? Ich bin auch Unternehmer, ich bin auch Bauherr gewesen und bin es noch in Zukunft. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ja, also die Herren nähern sich langsam in der Mitte, oder? Oder irgendwo so. Haben Sie noch ein Anliegen? Nein, ich verstehe das schon. Ich muss auch zugeben, dass zaghafte Ansätze vorhanden sind. Aber die ETH besteht ja nicht nur aus der Architekturabteilung, sondern auch noch aus einer Ingenieurabteilung. Und dann gibt es noch eine ETH in Lausanne und dann gibt es noch verschiedene Fachhochschulen. Genau. Und ich stelle einfach fest, wie generell es unheimlich Überwindung braucht, hier einander näher zu kommen. Und das bieten wir ja an. Es braucht genau das, was die Herren sagen, Gespräche. Und es geht nicht über einen anderen Weg, als dass wir zurückfinden zur Qualität der Personen. Es geht nirgends anders. Und sie werden, solange wir bauen, werden sie Handwerker auf dem Bau finden. Das ist ja das Schöne. Es muss noch von Hand getätigt werden. Und er steht einmal auf und hat einen schlechten Tag, dann hat das Auswirkungen auf die Arbeit. Dann ist er zu lange an der Swissbau gewesen und soll am anderen Morgen eine Sichtmauer erstellen. Weißt dann, du, Werner, wir brauchen eine Bauakademie in der Schweiz. Okay. Wenn wir schon so gut sind, dann müssen wir alle zusätzlich zur ETH. Das ist nicht zusätzlich in dem Sinn, sondern wir reden ja auch noch von Weiterbildung. Die ETH ist mal grundsätzlich für die Grundlagenforschung und für die Ausbildung zuständig. Das ist mal der Auftrag. Weiterbildung ist ein kleines Teil noch davon. Die Fachhochschulen tun dasselbe. In diesem Sinn plädiere ich für eine Bauakademie, wo alle Beteiligten, die Wesentlichen, am Tisch sind und das Weiterbildungsprogramm in unserem Sektor einmal ansehen. Die ETH würde den Platz bieten dafür. Da bin ich sicher, dass unser Präsident Ralf Eichler sagen würde, da machen wir mit, da wir sind dazu da, dass wir einmal den ersten Standort da freigeben und dann können wir das über die Schweiz breit verteilen. Ich plädiere für eine Bauakademie. Und wer soll das bezahlen, respektive Patronat Bauen Schweiz? Schauen Sie, Herr Leutenecke, Sie sind Politiker und es wird langsam Zeit, dass auch Ihr Politiker versteht, dass wir uns die Bildung leisten müssen. Wir sind kein angelsächsisches System, wo wir, indem wir Spenden an die Hochschulen geben, das direkt 1:1 von den Steuern abziehen können, sondern wir müssen uns das leisten. Wenn ihr eine ETH wollt, die Weltspitze ist, und das ist sie, dann muss der Bürger auch gewillt sein, dafür etwas zu zahlen. Er kriegt ja einen Return. Er bildet immer noch die besten Ingenieure und die besten Architekten und aus. Ein das kräftiges Statement eines richtigen Stakeholders, bitte. Sagen ich doch vielleicht etwas sagen, ich bin auch Bürger. Ja, der Herr Messmer hat über diesen Zusammenhang zwischen Bauqualität und Qualität der Personen, Sie haben etwas gesagt, nicht? Und manchmal frage ich, haben wir die Besten in der Baubranche? Haben wir die besten Leute? Wenn ich das sage, meine ich, haben wir die besten Junge? Das heißt, haben wir eine genügende Attraktivität? Und das ist noch ein Problem. Das geht von da bis da, nicht? Ist das nicht besser, in Bankindustrie zu gehen? Oder Biotech? Ja, das ist etwas schwierig im Moment. Oder im Moment ist es schwierig. Aber das war viel, viel attraktiver, sagen wir, nicht? Und ich beobachte das in Hochschulen, in Fachhochschulen, dass es gibt Junge, die einfach mit unserer Branche nicht so viel interessiert sind. Zweitens habe ich einmal mit Bauen Schweiz, das war hier in Basel, seit 10 Jahren, ich habe über Forschung, Innovation und Doktorarbeiten gesprochen. Ich habe die Folgefrage gestellt zum Bauen Schweiz. Wie viel mehr Saläre geben Sie zu einem Doktor?
Sie haben mich so gesehen, also was meinen Sie genau? Sie sind Ingenieure und Architekten wie andere, nicht? Und nein, nein, die sind Leute mit hohem Potenzial für Innovation und Neuigkeiten in der Baubranche, aber wir machen nichts für die keine Leute. Mehrwertabschöpfung nein, für das. Nein. Was heißt das? Es gibt keinen Raum für Innovation. Wir wissen genau, was zu machen. Wir haben das seit 100 Jahren schon so gemacht. Und wir lernen nicht von unseren Erfahrungen. Und das kann auch in die Beispiele, die du gezeigt hast, nicht. Lernen wir wirklich von das? Oder nehmen wir alles von Anfang an wieder als Prototyp und noch einmal mit Leuten, die das noch nie gemacht haben und so weiter. Das ist etwas interessant auch. Da muss ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, Laurent, weil dann kennst du die letzten Zahlen nicht. Also die letzten Zahlen von den Ingenieurstudenten an unserer Schule, die auch deine Schule ist, sind um 100% im Mindesten angestiegen. Das heißt, der Ingenieurberuf ist wieder attraktiver geworden. Das ist auch gut so. Das war unsere Spitzensportdisziplin. Denkt mal an die Staudämme, an die Brücken, an die Technisierung der Schweiz. Ohne die wären wir noch nirgendwo. Das war nicht nur der General Guisan, da waren noch ein paar andere dahinter, die hier was getan haben. Die Ingenieure, die sind wieder das war angekommen. Reitet der Guisan aber auf der militärischen Seite. Ja. Ich habe bewusst ihn genommen. Der andere war dann noch ein halber Banker. Das müssen wir auch nicht vergessen. Sagen Sie noch etwas ganz kurz, jetzt aus der Sicht des Bauherrn, Herr Grüninger. Was halten Sie von der Idee einer Bauakademie? Ist das dann ein Lösungsansatz? Oder sagen Sie, ja, sollen Sie das machen? Ich kann es nicht beurteilen. Ich komme mir ab und zu vor, wie in einer Bauakademie, wenn ich an Planersitzungen teilnehme. was ich aber... Und dann haben Sie etwas gelernt. Wie? Dann haben Sie etwas gelernt. Ja, es kommt nicht selten vor, dass ich dann mehr weiß, als die am Tisch sitzen. Und eigentlich müsste ich als Bauherr muss die Normen der verschiedenen Fachstellen nicht kennen. Aber eigentlich dürfte oder müsste ich als Bauherr erwarten können, dass die verschiedenen Fachplaner, die Fachbeteiligten, ihre eigenen Normen mindestens kennen. Und dort stelle ich immer wieder also gravierende Mängel fest. Also doch, Mängel, es ist jetzt ein Ansatzpunkt genannt worden, Werner Messmer, Bauakademie ist das ein Lösungsansatz, Gespräche sowieso. Verantwortung auf dem Bau, aber es wird in der nächsten Zeit komplexer mit der ganzen Energiefrage, insbesondere beim Umbau. Was soll denn jetzt passieren? Also ich habe Zweifel, ob das eine Lösung wäre, aber ich möchte jetzt nicht in allem Sascha Menz da immer wieder sprechen. Lassen wir doch das, das kommt sowieso nicht. Da wäre ich nicht so sicher. Braucht etwas mehr Zeit, ja. Nein, wir haben genügend Plattformen und ich lade dich gerne ein, auch mal an solcher einer teilzunehmen. Sehen Sie, es geht noch einmal, ich möchte es nochmals auf den Punkt bringen und das ist meine große Erwartung. Ich muss vielleicht nochmals Klammerbemerkungen. Ich weiß, dass wir von völlig unterschiedlicher Qualität sprechen. Das Gros der Bauten sind ja die Wohnungsbauten. Von den Wohnungsbauten wieder ein großer Teil im ländlichen Raum. Einfamilienhäuser, kleine Blöckli und so weiter. Das sind nicht die Bauten, von denen man über Fernsehen berichtet etc. und die im Rampenlicht des Interesses stehen. Aber das ist die Mehrheit, die Bevölkerung dann bewegt. Und ich erwarte, dass jene, die als Erste die Gelegenheit haben, unsere Bauherren in die Bauabwicklung einzuführen, dass die unsere Bauherren wieder vermehrt auf Qualität aufmerksam machen. Was heißt Qualität? Qualität heißt dann eben auch bereit zu sein, einen entsprechenden Preis für Qualität zu zahlen. Aber siehst du, du bist ja auch Bauherr, hast du groß gesagt, oder? Das heißt, du willst auch den Bauherren wieder neu erfinden. Nein, ich will ihn bearbeiten. Er muss bearbeitet werden, nicht erfinden. Und bearbeitet heißt, der Bauherr ist Laie. Der Bauherr muss aufgeklärt werden. Und mir tun so viele Bauherren leid, die, wenn sie ihr Einfamilien-Traumhaus fertig haben, mit Flickern beginnen müssen.
oder? Weil es eben Wasserprobleme gibt, andere Probleme. Und die sind darauf zurückzuführen, weil, und das, es ärgert mich nie ein Telefon so stark, wenn ein Architekt anruft, wir würden gerne deine Firma nehmen, wir wissen, sie hat Qualität. Aber du musst auf den Preis jenes Unternehmers zurück, den ich nicht will. Das ist einfach, das ist zu verurteilen. Und ich erwarte, dass wir mehr bauleitungsseitig, mehr Architekten, mehr Ingenieure haben, die die Bauherren darauf aufmerksam machen, dazu treiben, Qualität zu wollen. Eine Hausfrau, die ein Bügeleisen kauft, vergleicht und sagt, gut, ich nehme das Bügeleisen, das 50 Franken mehr kostet, weil es hat Qualität. Und das machen wir bis zum Radio, zum Fernsehen, überall. Nur im Bau, scheint mir, machen wir das viel zu wenig. Offenbar bügelst du nicht. Nein, immer deine Frau. Aber dann, bitte. Da gibt's natürlich noch eine letzte Intervention. Da gibt es natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied. Ich gehe in den Laden und habe zwei Bügeleisen zur Auswahl und kann entscheiden, welches das ich nehme und die Qualität. Beim Bauen weiß der Bauherr häufig erst am Schluss, was es tatsächlich gekostet hat. Darum muss er sich auf jenen verlassen können, der ihn berät. Jetzt sind wir wieder bei Sascha. Gut, jetzt haben wir den Kreis geschlossen und es gibt, glaube ich, nur eine Medizin. Also mindestens eine gibt es sicher. Solche Diskussionen auch bei der Bauausführung, bei der Bauplanung zu betreiben, damit diese Schnittstellen besser funktionieren. Darf ich noch etwas ergänzen? Ja, bitte. Also das Telefonat zwischen dem Bauherrn respektive dem Unternehmer und den Architekten, das Wissen ist ja eigentlich nicht statthaft. Aber gut, lassen wir das mal sein. Wie machen es die Deutschen? Die streichen den billigsten und den teuersten. Punkt. Alle. In der Regel. Gut, also das ist der letzte Tipp neben der Bauakademie von Herrn Menz. Ich bedanke mich ganz herzlich für die spannende, vertiefte und auch interessante Diskussion. Wir sind eigentlich am Ende unserer Diskussion. Und jetzt hat aber noch Herr Messmer nach Plan das letzte Wort, respektive das vorletzte Wort, bevor Herr Killer dann noch zum letzten Wort ansetzt. Bitte, wir gehen runter, du kannst weiterreden. Danke vielmals. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf den Abschluss dieses Vormittags in dem Sinne machen, was wir inhaltlich gehört haben. Der Titel der Einladung hieß ja Bauen ohne Mängel, Wunsch oder Realität. Solange Handwerker bauen, wird es Mängel geben. Es wird um die Kernfrage gehen, wie minimieren wir das, wie optimieren wir Qualität und welche Qualität wollen wir. Dieses Thema wurde jetzt ja in einer Studie bearbeitet. Sie haben das gehört, nämlich vom Institut für Technologien der Architektur an der ETH Zürich. Und diese Studie wird uns dann auch später noch zur Verfügung stellen. Ich möchte an dieser Stelle Herr Professor Sascha Menz herzlich danken, dass er die Idee gehabt hat, eine solche Studie durchzuführen und dass er dieses Thema gewählt hat und auch seinem Sachbearbeiter Herrn Kribus. Wir vom Schweizerischen Baumeisterband haben diese Studie begleitet und finanziert, natürlich in der Hoffnung, dass endlich bewiesen wird, dass der Baumeister keine Mängel hat. Aber andererseits sind wir auch das Risiko eingegangen, dass die Studie ergibt, dass das Hauptproblem beim Baumeister liegt. Wir wussten es nicht. Wir haben ja es diesen Studienmachern überlassen. Nein, ich bin einig auch mit dem, was am hier im Podium eigentlich zur Geltung kam. Es geht doch nicht darum, wer kann mit dem Finger auf wen zeigen. Es geht doch nicht um die Frage, wer macht am meisten Mängel, sondern es geht um das gemeinsame Anliegen, dass wir ja nur gemeinsam ein Projekt abliefern können und wir gemeinsam einen guten Ruf oder einen schlechten Ruf haben als Baumenschen. Das ist es. Und da sitzen wir im gleichen Boot vom ersten Strich an bis zur letzten Schaufel, die da eben benutzt wird. Und diese Studie hat ja eigentlich nichts anderes bestätigt, als dass eben Bauen ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess ist, mit enorm vielen Akteuren,
die das erstellen. Und trotz des Bestrebens aller, und da bin ich davon überzeugt, es gibt keinen Handwerker, der absichtlich einen Pfusch macht. Es gibt keinen Handwerker, der absichtlich einen Fehler einbaut. Aber es ist nicht einfach, eben Qualität immer auf Anhieb zu leisten. Es wird immer kleinere oder größere Mängel geben und die haben dann eben auch einen Aufschluss. Es ärgert die Bauherren, es steigert die Kosten, wir haben das gesehen, oder schmälert die sowieso schon knappen Margen. Und darum bin ich froh, dass das thematisiert wurde und wir nun dann noch darauf weiterfahren können. Wir können Ihnen sagen, dass diese Studie noch nicht ganz abgeschlossen ist und sie wird dann zusammengefasst in einer Broschüre. Diese Broschüre wird auf den Markt kommen und ich bin jetzt großzügig und gebe Herrn Menz so Zeit, dass ich sage, wie er schon mir vorgegeben hat, im Laufe des Herbst sollte diese erhältlich sein. Und Sie werden dann hier eine Broschüre haben, die das Ganze aufzeigt, die die Untersuchungen aufzeigt, aber auch eben die Tipps weitergibt, wie wir das anpacken können. Ich möchte zum Schluss sagen, es hat mich beeindruckt, als ich es jetzt gesehen habe, Ihre Empfehlungen. Und ich glaube, diesem Leitfaden entlang können wir gehen und dann auch etwas verändern. Es beginnt, ich wiederhole das nochmals, mit einer breiten, konsequenten Aus- und Weiterbildung, wie Herr Menz gezeigt hat. Es ist und bleibt das Fundament. Und da muss ich sagen, es ist kurz angeklungen, unser duales System ist Garant für Qualität. Ob dann immer der Richtige am richtigen Ort am Schluss ist, das ist damit noch nicht gelöst. Aber halten wir fest an dem. Das Zweite hat er gesagt, ein Entscheidprogramm. Ich sage das oft auch, oder nicht oft, aber würde es gerne mehr sagen, einer Schwiegertochter von mir, die nicht in der Lage ist, Ordnung im Haushalt zu haben. Es gäbe auch dort eine Hilfe, wenn man ein Entscheidprogramm im Haushalt erstellen würde, wann mache ich was? Und dann bekommt man ein System und das System verhilft zur Ordnung. Und ein Entscheidprogramm auch bei komplexen Abläufen hilft, dass Ruhe einkehrt, Ordnung, ein System und damit weniger Chancen für Fehler vorhanden sind. Hervorragender Hinweis. Sorgfältige Vergabegespräche und Einholen von Referenzen, ich habe meine Meinung gesagt, muss ich nicht wiederholen, hat er gesagt, obligatorische Prüfung der Ausführungs- und Detailpläne, muss ich auch keinen Kommentar dazu geben, ich glaube, das ist rübergekommen, das gehört dazu. Und dann die beschleunigte Forschung von Bautechnologie. Ich möchte darauf aufmerksam machen, es findet im Anschluss jetzt dann auch eine Veranstaltung der Plattform Zukunft Bau statt, einer Organisation der Schweizer Bauwirtschaft, wo es eigentlich darum geht, wo versucht wird, die Wissenschaft mit der Praxis etwas mehr aneinander zu bringen. Wo es darum geht, Unternehmer Verständnis einzupflanzen. Was kann ein Unternehmer mit Forschung machen? Die Anwendung der Forschung, und wir sehen, wie schwierig das ist, im Handwerksbereich dieses Verständnis zu wecken. Plattform Zukunft Bau hat anschließend eine Veranstaltung. Ich möchte Ihnen allen diese wärmstens empfehlen. Nun, ich möchte zum Abschluss dieses Teils, Herr Killer wird dann für Bau in Schweiz noch abschließen, herzlich danken. Zuerst nochmals Professor Sascha Menz für seinen Einsatz und Herr Kriburs für seine Mithilfe. Ich möchte allen Podiumsteilnehmern herzlich danken, die bereit waren, hier mitzumachen. Natürlich meinem ehemaligen Parlamentskollegen Filippo Leutenegger für die wie gewohnt souveräne Führung. Herzlichen Dank, Filippo. Und dann möchte ich aber auch Martin Fehle bedanken. Er ist der ehemalige Leiter Politik und Kommunikation des Schweizerischen Baumeisterverbandes, inzwischen pensioniert. Aber er hat für diese Veranstaltung noch verantwortlich gezeichnet. Herzlichen Dank, Martin. Und dann möchte ich zuletzt im Namen des Schweizerischen Baumeisterverbandes Ihnen allen herzlich danken für Ihr Interesse an diesem Thema, an dieser Veranstaltung und dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen an der Swissbau.
Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir haben eine intensive, eine sehr interessante Podiumsdiskussion gehört. Baumängel schaden dem Ruf der Bauwirtschaft. Ich glaube, das kann man so feststellen. Es kratzt am Image der Bauwirtschaft und es ist sicher anzustreben und es ist alles zu tun, um solche Mängel künftig zu reduzieren, anzahlmäßig, umfangmäßig auf das absolut nicht Vermeidbare zu reduzieren. Ich glaube aber auch innerhalb der Diskussion hat man gesehen, die Aufgaben sind erkannt. Es braucht auch aus Sicht von Bauen Schweiz Ausbildung, Weiterbildung für Planer und Kaderleute. Solche Leute müssen im Wissen um die Praxis, in der Praxis auf der Baustelle führend sein. Sie müssen die Arbeiten, die ausgeführt werden, en fond kennen. Das bedingt eigentlich auch, dass der Nachwuchsbedarf bei Kader vorhanden ist. Und Nachwuchs bei Kader kann nur vorhanden sein, wenn auch die Basisausbildung vorhanden ist. Die Berufslehre, das ist ein Teil des dualen Systems, was Herr Messmer gerade angesprochen hat. Die Berufslehre muss attraktiv gehalten werden, muss gesteigert werden in der Attraktivität, auch für gute Schüler. Das ist wichtig für die Kaderentwicklung. Wenn Planung und Ausführung anspruchsvoller werden und anspruchsvoller geworden sind, braucht es, wir haben es in der Diskussion gehört, es braucht mehr Generalisten. Solche Leute sind nur in der Lage, ihre Aufgabe zu übernehmen, wenn sie entsprechende Ausbildung konsumiert haben, Ausbildung genossen haben. Wir wollen uns als Branchenvertreter diesem Thema sicher annehmen. Da wollen wir helfen, Fortschritte zu erzielen. Ich komme zum Schluss und möchte danken. Ich möchte danken den Leuten, die diesen Anlass organisiert haben, von der Messe, dann vom Baumeisterverband, Herr Fehle, dann die Sekretariatsmitarbeitenden von Bauen Schweiz. Ganz herzlichen Dank für diese Organisation. Sehr geschätzte Gäste, ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Ich danke Ihnen für das Interesse, das Sie der Bauwirtschaft entgegenbringen. Ich darf Sie nun zum Apero im hinteren Teil des Saales einladen. Dazu wünsche ich Ihnen einen guten und Prost. Allen Ausstellern wünsche ich viel interessiertes Publikum und eine erfolgreiche Swissbau 2012. Es gibt viel zu sehen hier. Packen wir es an. Vielen Dank.